Hallo, liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zurück in The Jungle Drainer. Ich habe hier noch eine Girlande gehabt, ja. Die werde ich mir so... Oh, wisst ihr, was ich mal machen kann? Vielleicht so ein Ding... Warte mal, ist das, gehört das hier zusammen? Hä? Excuse me? Kann ich das umtauschen? So habe ich gedacht. Nein, egal. Ich mache mir das hier so einmal rum, okay? Damit ihr mehr The Jungle Feeling habt. So, ich kann heute nicht auf dem Sofa sitzen. Ich finde das irgendwie immer so unangenehm, auch wie das dann so aussieht im Bild. Ich verschwinde hinten in dem Sofa und jetzt bin ich hier. Sitze auf einem Stuhl wie ein Mensch, der arbeitet. So, herzlich willkommen zurück. Heute erwartet euch wieder eine XXL-Folge. Ich hoffe, ihr wisst es, ne? Aber diesmal so richtig. Wir haben Folge 6, Folge 7, Folge 8 vom Dschungelcamp. Es passiert einiges und es zeigt mir einfach, dass man nicht alles mitnehmen sollte. Mikro ist da. Also es ist ja so, glaube ich, dass wenn man so ein Reality-Star ist, ne, so ein Trash-TV-Protagonist in, dass man dann so denkt, boah, neues Show-Angebot, I am dabei, Dschungel, geil. Iconic, ne? Jeder will jetzt mittlerweile in den Dschungel, aber ich glaube halt auch, Kim hat sich das gedacht und ich glaube halt auch, dass wenn du so zu viel willst, dass es dann halt auch gerne mal nach hinten losgehen kann. Also sie war ja jetzt irgendwie bei Prominent getrennt, da soll sie ja rausgeflogen sein, weil sie sich gebeult hat. Dann hatte sie Glück und bevor das ausgestrahlt wurde, ist sie noch in den Dschungel reingekommen und da macht sie sich jetzt quasi alles kaputt, was sie sich so aufgebaut hat. Weil, was ist passiert mit ihr? Also, welcher Schalter ist so völlig umgedreht und warum kommt sie fucking so rüber, nicht wie Kim to the fucking M, wie nennt sie sich immer? Kim to the motherfucking Virginia oder so, sondern Kim to the motherfucking Psycho. Sie kommt wirklich so Psycho rüber, dass ich mir so denke, hättest du das einfach nicht gemacht? Hättest du das einfach einmal ausgesetzt, ne? Nicht überall dabei sein, mal die FOMO ein bisschen runterfahren und einfach mal zu Hause ein bisschen chillen, weißt du? Weil das ist nicht gut. Was ist das? Es ist alles. Es ist Bodyshaming, es ist, wie nennt sich das denn? Es ist schon so lange her, dass ich mit einem Anwalt geschlafen habe, aber es ist Verleumdung, es ist Bodyshaming, es ist Rufschädigung, es ist alles, was sie macht. Ist einfach nicht gut. Es ist von allem zu viel. So. Du kannst doch nicht, wenn du mit jemandem zusammen warst, am Ende erzählen, weiß nicht, der war in einer Privatinsolvenz, der hat einen Mikropenis, der hat dies, der hat das. Ich finde schon, und jetzt kommt der springende Punkt, ich rede ja auch viel darüber, was mir passiert ist in meiner ehemaligen Beziehung. Ja, ich rede darüber, was mir passiert ist, einfach um viele auch zu ermutigen, Narzissmus zu erkennen. Ja, ich bleibe weitestgehend bei mir und erzähle, was mir widerfahren ist, wie mit mir umgegangen wurde. Ich erzähle nicht, was der Typ auf dem Konto hat. Der ist jetzt auch keine Person der Öffentlichkeit, aber selbst, also egal, so oder so. Ich würde nicht erzählen, was der auf dem Konto hat. Ich würde nicht erzählen oder zeigen, wie der aussieht. Ich würde nicht erzählen, wie groß sein Penis ist und wie lange er schläft und keine Ahnung. Es ist halt so... Es ist einfach übertrieben. Aber gut, ich nehme jetzt hier alles vorweg. Falls du neu bist auf diesem Kanal, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase werden möchtest. Tritt dieser wundervollen Community bei. Werde einer von uns. Jetzt piekst mich da so ein bisschen. Ihr wisst, dass hier der Dschungel ist, okay? So. Also. Ja, genau. Aktiviert die Glocke bitte. Sei kein stiller Zuschauer. Lass uns in den Kommentaren alle wissen, auch in der Community, was du denkst über diese Bilder. Und... Geh auch gerne rüber zu Instagram, weil da bin ich auch sehr aktiv, ne? So, weil ich bin ein Influencer, Content Creator, Schnuffelhasenpapa. Und vergiss nicht, ich will auch im Dschungel bleiben. Und dafür kannst du etwas tun. Und zwar haust du deine Finger in die Tasten, gehst gerne zum Beispiel auf PayPal und machst da Geld versenden an. Und dann kannst du dann eingeben @DogCareClinic. Das ist die
Dogcare-Klinik in Sri Lanka, die sich kümmert um die Hunde und die Katzen, die mehrere tausend Näpfe jeden Tag füttert, rumfährt, stationär Hunde aufpäppelt, die dringende OPs brauchen, die gelähmt sind und denen einfach diesen kleinen süßen Seelen ermöglicht, noch weiter Teil dieses Lebens zu sein und sie von ihrem Leid weitestgehend befreit. Und die brauchen aber Geld, ja, weil die kriegen, die können sich nur durch Spenden finanzieren, aber sie können es ja nicht umsonst machen. Also irgendwann ist ja alles erschöpft und deswegen seid ihr jetzt gefragt. Und zwar könnt ihr gerne etwas spenden und wenn ihr dann auszuwählen habt, ob ihr das als Dienstleistung bezahlt oder an Freunde oder Verwandte schickt, dann wählt gerne Freunde und Verwandte, weil dann zahlt ihr keine Transaktionsgebühr und ihr könnt als Verwendungszweck Schnuffelhase reinschreiben. Dann lässt sich am Ende schön nochmal für uns auch sehen, was wir in dieser Community erreicht haben. Okay? Und nun geht es noch zu RTL Plus. Das RTL Plus Premium Abo ist hier ein Thema, liebe Leute. Das bekommt ihr über mich vergünstigt. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr unten in der Infobox. Es gibt nämlich den ersten Monat kostenfrei, den zweiten Monat 50% Rabatt über meinen Rabattcode SANIEL50 und den dritten Monat auch 50% Rabatt über meinen Rabattcode SANIEL50 und dann geht es hier los. Und dann wollte ich nochmal sagen, mir ist natürlich auch untergekommen, dass meine Kollegen, ihr werdet sicherlich wissen, wer gemeint ist, gesagt haben, ich glaube in einem Podcast, dass sie meinen, Ania hätte so einen guten Draht zu ihrem Vater, dass sie auch, dass man meinen könnte, sie würde auch mit ihm schlafen. Und das haben einige kritisiert, auch wieder von meinen KollegInnen. Und da muss ich sagen, ich denke, und ich hoffe, dass die Kollegen, die das von sich gegeben haben, reflektieren und sehen, dass das drüber war, dass du so etwas nicht sagen kannst. Und dass Witz und Roasting und so auch ab einem bestimmten Punkt dann aufhören. Und das wäre so einer. Das ist absolut unter der Gürtellinie. Und genau. Aber wahrscheinlich haben sich die Kollegen dazu schon bezogen und haben das auch zurückgenommen. Nehme ich stark an. Und jetzt geht's los. Du Schatz, du hast mit deinem Penis kein Geld, bist lügnerisch, manipulativ, redest böse über deine Ex-Freundinnen, hast Haarausfall. Also, das ist so die kleine Vorschau. Geht's noch? Also geht es ihr noch gut, wollte ich mal wissen. Ein Plan? Ja. Ja, mein Vorhaben ist, heute zu vögeln. Ja, vögeln finde ich einfacher, dann ist doch alles geklärt. Sie nimmt es halt auch gar nicht ernst, ne? Also irgendwie, sie hat ihm ja schon ganz viel von Latz geknallt. Das eben war ja eine Vorschau auf das, was heute kommt. Und im nächsten Moment ist sie dann so, ja, dann vögeln wir halt. Also der Ernst der Lage ist gar nicht da. Das frage ich mich eh, wenn ich hier bumsen wollen würde. Stell mal vor, Mike und ich würden jetzt hier zusammenkommen. Und wir wollen hier bumsen. Aber dazu wird es nicht kommen. Weißt du eigentlich, also bist du dir bewusst über die Tragweite dessen, was du alles schon gesagt hast über ihn, in sein Gesicht oder anderen? Ja, das ist eine gute Frage. Auf dem Boden dann da. Ich laufe hier wirklich auf dem Trockenen. Also, wenn der die nochmal anfassen sollte, ne, dann esse ich diesen ekligen Fisch. Okay? Deal. Es gibt ja diesen ekligen Fisch, den Leila essen sollte. Den würde ich dann bestellen und essen als Dschungelprüfung, wenn der nochmal mit der schläft. Ja, und jetzt haben die beiden eine Nachtwache. Und natürlich redet dieser Mensch nicht mit ihr. Ich würde auch nicht mehr mit ihr reden. Schweigen uns jetzt die ganze Zeit an oder was? Ich will gar nicht mehr mit dir sprechen. Ist ja auch irgendwie legitim, ne? Worüber soll er mit ihr reden? Hast du eigentlich eine Ahnung, was du alles gedroppt hast? Du hast die Tochter mit reinbezogen, die Ex-Freundin, seine Genitalien, sein Zuhause, seine Finanzen, einfach alles. Du hast keinen Stopp vor nichts gemacht. Du warst wie ein Tornado. Warum? Du hast übertrieben. Sie fragt, warum? Warum aber? Habe ich irgendwas Verkehrtes gesagt oder so? Entweder wir arbeiten zusammen und verstehen uns gut, in welcher Form auch immer. Oder es wird halt ein Clinch. Ist es eine kleine Drohung? So, also nachdem ich dich maximal erniedrigt habe, wirst du jetzt gefälligst mit mir reden. Oder aber wir haben hier einen Clinch. Den habt ihr eh schon, Maus. Wie wär's denn einfach mit nicht miteinander reden? Oder ist das in deinem Briefing nicht mit drin gewesen? Wir haben doch die Sache zwischen uns schon lange beendet. Ich gehe meinen Weg, du gehst deinen Weg. Und ich weiß auch nicht, was ich dir getan habe. Er ist richtig so, hätte ich die mal niemals angepackt, ne?
ist die besessen, ist die wirklich psychisch nicht in der Lage, aus dieser Situation jetzt zu entkommen? Was ist mit ihr? Du weißt es nicht. Wie findest du, laut deiner Wahrnehmung, wie ist das Ganze bei uns so geendet damals? Okay, wir haben es verstanden. Es ist ganz schlimm geendet, ja? Wir werden auch noch erfahren, wie. So, er hat sich irgendwie dann weniger gemeldet, dann hat sie am Ende geheult, dann hat er irgendwie gesagt, ja, heulen ist nur was für Schwache, bla bla, macht man nicht, etc., pipapo, bla. Aber willst du da jetzt auch noch als 80-Jährige sitzen, nur mal so eine Frage, und dann immer noch da so deine Schamanen auf ihn hetzen und in jeder Sendung nur noch das als Inhalt haben? Hast du nichts anderes zu erzählen? Wir hatten Kontakt und dann ist der Kontakt ein bisschen weniger geworden. Und dann hab ich gesagt, guck mal, von meiner Seite aus kommen keine Gefühle. Bis zu dem Zeitpunkt ist das jetzt erstmal legitim. Genau, das habe ich gesagt. Du hast eine Woche, bevor du mit einer anderen gebumst hast oder zwei, hast du mir gesagt, du möchtest eine Beziehung mit mir und dass du mir vertraust. Nein. Und ich habe dir gesagt, dass ich dir vertraue. Mein Gott, hör auf zu lügen, Mann. Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn er das getan haben sollte, okay, dann ist es für dich verstörend, weil er war dann auf einmal weg, bevor er kurz vorher was anderes gesagt hat. Aber was willst du jetzt machen? Das war nicht so. Als du es beendet hast, hast du gesagt, Kim, hättest du dir ja denken können, wenn ich mich besucht habe, dass ich nichts von dir will. Das Leben ist hart, wird härter, als ich geheult habe. Ich will nichts mit dem Thema zu tun haben. Warum bist du so besessen davon? Auch das ist natürlich scheiße, ne? Wie er Schluss gemacht hat. Aber guck mal, wenn das alles stimmt, was du sagst, ne? Er hat einen kleinen Pümmel. Er weiß sich nicht zu schätzen. Er hat sich irgendwie verpieselt. Er hat noch gesagt, heul nicht, weil du musst härter werden und so weiter und so fort. Warum lässt du ihn nicht einfach weiterziehen? Was willst du denn jetzt erreichen? Es ist so, als wüsste ich, diese Schale hat starken Schimmel und ich habe davon eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Das ist das Analoge zu ihrem Herzschmerz. Aber ich will immer mehr davon. Ich sage den Leuten, bitte lasst es verschimmeln. Ich will es noch mehr. Ich will es mir durch jede Körperöffnung einführen. Ich will mehr von diesem Gift. Dann geh doch weiter. Ich bin nicht besessen. Lass uns das doch beenden. Lass doch eine Sache klären. Warum sagst du vor dieser Show hier, dass du was mit mir starten wolltest? Wo will ich was starten? Du weißt genau, sexuell hätte es immer zwischen uns funktioniert. Kein Problem. Ich finde halt die Frage, die sie sich stellen sollte, ne, ist, dass sie einmal kurz checkt, in welche Richtung sie sich präsentieren will. Will sie diese Bad Bitch sein, die sie so vorgibt zu sein, die irgendwie zu cool ist für diese Welt, okay, dann bleib der Linie treu. Oder willst du so ein jämmerliches Stück, so ein fragiles, jämmerliches Stück etwas sein, welches dann diesen Strohhalm greift? Also wenn er doch so scheiße ist, ne, dann kann er doch vor einer Show aus PR-Gründen doch alles gesagt haben. Also beispielsweise auch, ja, dann gibt's vielleicht ein Comeback, hahaha. Was juckt es dich denn, wenn du ihn schon so eingestuft hast, wie du ihn bezeichnest, als nicht interessantes Objekt für dich? Wir hätten uns sexuell treffen können und hätte alles funktioniert. Aber ich glaube, dass es dir nicht gut getan hat. Also er wollte sie einfach nur bumsen. Ist natürlich eine harte Nummer. Ist so. Deswegen muss man halt gucken, worauf man sich einlässt, finde ich. Ne? So, ich hatte schon mal Freundschaft Plus in meinem Leben. Ich finde, das ist schrecklich. Ja, ich weiß, kenne meinen Typ. Ich weiß, wie ich bin. So, deswegen, ich darf auch nicht mit Couples, also ich habe es jetzt mit einem Hetero-Couple gemacht, aber ich mache das nicht mit Gay-Couples. Ich schlafe nicht mit Couples. Egal, wie attraktiv ich die finde. Oder einen von denen oder beide oder so. Weil ich die Gefahr sehe, dass es mir wehtun könnte. Ich habe keine Freundschaft Plus, weil ich finde, das ist der größte Unfug. Und so sollte man auch einer Person, bei der man irgendwie so merkt, okay, da ist vielleicht nichts zu holen, nicht so lange hinterherlaufen. Ich glaube, dass es für dich schwierig war, das zu akzeptieren, dass es nur sexuell ist. Ja, sie dachte halt, wahrscheinlich hatte sie Hoffnung. So, und ganz ehrlich, es fing ja auch schon mega, mega turbulent zwischen euch an bei I Was The One. Also ihr braucht mir einfach beide nichts zu erzählen. Sie wusste doch schon, dass er ihren Kopf fickt in der Show in Thailand. So, alles, worauf sie sich danach noch eingelassen hat, ist auf eigene Gefahr gewesen. Genauso wie es meine eigene Gefahr war, bei einem Narzissten 2 Jahre zu bleiben. Ich denke, da sind, glaube ich, so Gefühle in ihr, die sie für mich hatte. Die sie aber auch definitiv noch hat. Und ich denke, die hatte noch nie einen Typen, der ihr Nein gesagt hat. Ja, weiß ich gar nicht. Und die,
die Nein sagen wollten, erinnert ihr euch noch an Abdu? Die behaupten, sie hätte sich dann auf sehr gewaltvolle Art und Weise geholt, was sie wollte. Diese Shows hier machst du toll. Du bist wirklich ein toller Mann in diesen Shows. Deswegen wollte ich dich auch kennenlernen. Aber in deinem Privatleben, da läuft alles schief. Super. Und das brauchst du nicht. Du willst einen Mann, der im Leben steht, mit Stabilität und so weiter. Haben wir verstanden. Aber dann mach das doch auch. Dann lass ihn doch in seinem verkorksten Leben. Wieso machst du es denn dann noch schlimmer? Wenn ich so fake bin, warum hast du mich dann 6 Monate kennengelernt? Weil du bist schlau. Du hast sehr gut gespielt. Warum hast du es wirklich sagen? Warum hast du ja, 6 Monate. 6 Monate spiele ich komplett. Ich wusste nach 3 Monaten erst, dass du bei deiner Mutter wohnst. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass ich einen Mann möchte, der auf beiden Beinen steht und mich nicht anlügt. So, hast du dann gesehen, ist er nicht. Hat er aber auch nicht erzählt, weil es ihm unangenehm war, weil er miese Krise finanziell hatte und so weiter, weil es nichts, womit er prahlen wollte. Dann ist es eben auch noch eine Frau aus der Öffentlichkeit, wo er dann auch vermuten könnte, dass sie das eventuell weitertratscht. So, dann hat er es dir aber nach 3 Monaten erzählt. Du bist ja trotzdem noch weitere 3 Monate geblieben. Also so schlimm kannst du das dann nicht gefunden haben, oder? Du hast ein Kind und du hast seit 2 Jahren lebst du bei deiner Mutter und bist nicht selbstständig und hängst in irgendwelchen Clubs rum. Du hast andere Probleme in meinen Augen. Ja, aber weißt du, was ich meine? Dann ist er doch schon bemitleidenswert. Also wenn das alles nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, dann ist das doch schon zu bemitleiden. Und dann weiß sie auch, dass er Depressionen hatte und so. Und dann denkt sie, aber ich zerstöre ihn jetzt einfach einmal komplett oder was? Aber warum denkst du, dass ich unselbstständig bin? Woher nimmst du diese Sachen? Das habe ich gesehen und auch deine Ex-Freundin. Wo willst du das gesehen haben? Und die hat mir auch bestätigt, dass du keine Miete bezahlt hast. Wow. Also sie macht einfach so keinen Halt vor gar nichts. Will sie ihm jetzt helfen? Ist sie so eine Sozialarbeiterin, die ihn wieder aufpäppeln soll? Also, er ist ja definitiv nicht das, was du suchst. Lass los mit deinen Gelnägeln. Mich hat das halt irritiert, dass du halt mir gesagt hast, dass du Hausfall hast und dir geht so schlecht und Depressionen. Am nächsten Tag machst du halt ein Interview und sagst halt 20 Mal, wie geil du aussiehst. Du bist so stolz auf deine Haare. Ja, weil das sein Job ist. Also, ich laufe ja auch rum mit meinem Gerstenkorn und denke mir so, oh mein Gott, was ist hier los? Und erzähle meinen Freunden, ach du Scheiße. So, aber dann geht die Kamera an und dann muss ich halt arbeiten. So, weil was sollen wir denn sonst machen? Uns dem Ganzen ergeben und nie wieder irgendwo arbeiten gehen oder was? Und machst so ein Explosivinterview. Guck mal, auch mit diesen Depressionen, mit diesen Hausfall, ich fühle mich trotzdem schön. Worüber reden wir? Die Frage ist da wirklich, worüber reden wir hier? Du hast zu mir gesagt, du weißt nicht mehr, was der Sinn des Lebens ist. Weiß ich nicht, ob du da noch so gut drauf warst, Honey. Ach Quatsch, Mann. Ich hab doch die Nachrichten. Oh mein Gott. Du kannst mir gerne das Go geben und ich veröffentliche alles. Wem will sie denn was beweisen? I don't get it. Wem, es hat nicht geklappt. Okay, er war vielleicht nicht korrekt. Digi, ist okay, wir haben's verstanden. It is clear. You can go on. Veröffentlichst gar nichts. Nee. Also, was sollen wir da lesen? Wenn es öffentlich wäre, dann kann man es ja öffentlich machen. Aber private Sachen kann man ja privat lassen. Mausi, it's over. Nach dieser Sendung hast du kein Privatleben mehr. Wir wissen wirklich alles über dich. Wo du mich kennengelernt hast, ab diesem Zeitpunkt an hast du den Plan geschmiedet. Du weißt, ich stehe in der Öffentlichkeit, Follower zu machen, Fans zu machen. Du hast währenddessen Sachen gegen mich gesammelt. Schon vor der Öffentlichkeit hatte ich dreimal so viel Geld wie du. Das um hier drauf zu warten, um es hier rauszuholen. Könnte halt sein, ne? Also, sie scheint mir jetzt nicht so eine zu sein, der die Aufmerksamkeit so ganz unwichtig ist, ne? Ist sie uns allen nicht, aber ja. Nein, ich glaube aber auch, sie hat sich wirklich krass in dich verguckt. So, bist ja auch ein hübscher Mann und so. Und trotz des kleinen Penises hast du sie ja gut weggeschallert. Und das hat ihr irgendwie gefallen und hat Lust auf mehr gemacht, ne? Überleg mal, wie durchdacht das sein muss. Oh mein Gott. Bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich meinen Dude gehabt, für den ich gedatet habe, wo du auch weißt, in New York, der 45 Millionen auf dem Konto hat. Ich finde das so peinlich, weil es ist der Dude, der das Geld hatte. Weißt du, was ich meine? Bist nicht du. Dann hatte sie einen Sugar Daddy, der hatte 45 Millionen auf dem Konto. Ich finde das super, wie soll ich sagen, erschreckend, dass sie so eine Sache von sich gibt. Schatz, du weißt schon, ne? Ich hatte da so einen Dude, ne? So einen Versorger, der hatte 45 Millionen Euro auf dem Konto. Okay, und was hast du damit zu tun? Mich interessiert dein Leben nicht. Ja, du mich interessiert dein Leben. Du bist besessen von meinem Leben. Wie kannst du das denken? Naja, das denkt irgendwie jeder.
Also wie kannst du das denken? Deine Gedanken und deine Worte kreisen alle um ihn. Also wenn dieser Dude mit 45 Millionen so krass im Gebermodus war und so und es dir so gut ging, warum lässt du Mike dann nicht einfach in Frieden? Warum? Also du bist schon ziemlich besessen. Du Schatz, du hast für deinen Penis kein Geld, bist lügnerisch, manipulativ, redest böse über deine Ex-Freundinnen, hast Haarausfall, gibst nichts zu, stellst mich auch noch als Lügnerin hin. Es gibt so 1000 Punkte, warum ich absolut nicht obsessed von dir bin, Schatz. Ja, Schatz, aber deine Handlungen passen nicht dazu. So, du heulst, wenn du ihn mit Layla siehst, du willst irgendwie auch, dass er dich zurücknimmt. Also sie wertet ihn einfach komplett ab, weil sie einfach verletzt ist. Und das sind sekundäre Gefühle. Das ist eigentlich das beste Beispiel für primäre und sekundäre Gefühle. Primäre Gefühle wäre, sie würde da räudig einfach sitzen und heulen und sagen, bitte nimm mich zurück, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und seitdem wir nicht mehr zusammen sind, gucke ich jeden Tag dein Foto, weil ich will unbedingt, dass du mich liebst, weil, ja, ganz viele unbearbeitete Themen und so weiter und ich fühle mich wie ein Stück Scheiße, bitte nimm mich. Und sekundäre Gefühle, nachdem dann alles hier wieder aufpoliert wurde und zugespritzt wurde, ja, Schatz, du hast einen kleinen Schwanz, du hast kein Geld, du hast Depression, du hast Ausfallen. Es gibt nichts, was ich an dir interessant finden könnte. Als ob. Mike ist auf jeden Fall in 28 Jahren der schlimmste Mann, den ich kennengelernt habe. Mhm. Und deswegen findest du den so geil. Ne? Also ich kann auch hier auch nicht erzählen, Leute, ich habe in den letzten 2 Jahren so gelitten unter der Manipulation und dem Gaslighting von meinem letzten Partner und dann aber euch erzählen, wie ich jeden Tag versuche, den zurückzubekommen. Und den konfrontieren und so weiter. Da würdet ihr auch denken, ach so, ja, aber dann kann es ja gar nicht so schlimm gewesen sein. Oder willst du nicht auch endlich mal heilen und Ruhe finden und so? Ich weiß gar nicht, wie das dazu kommt. Was denn? Was denn, sagt sie? Ist doch eigentlich alles normal hier gerade zwischen uns, oder? Ja, war der größte Fehler, dich kennengelernt zu haben. Ach so. Siehst du, hä, warum? Ey, ich bin so eine nette. Guck mal, es läuft doch zwischen uns. In der Öffentlichkeit weiß keiner, wie du wirklich bist. Wie denn? Super liebevoll und leider zu verständnisvoll für Menschen, die schlecht sind. Ja, also das wären jetzt auch die 3 Adjektive, die ich für sie gefunden hätte. Liebevoll, verständnisvoll, so eine ganz nette halt einfach. Du hast 2 Gesichter. 2 Gesichter. Nee, also jetzt hat sie ja nur noch 1. Das alte hat sie ja verloren. Ne? Das war mal. Ich bin ganz korrekt zu dir, ich frag dich, ich sag dir noch wegen dem Holz. Und du sagst vorhin noch, ich würde gerne was mit dir starten und würde mich bumsen in der Show. Okay, und wie wäre es mit ein bisschen Mindestrespekt? Wenn ich es wollen würde, würde ich es machen. Wenn ich es wollen würde, würde ich es machen. Mit deinem kleinen Penis, den will ich nicht nochmal, danke. Richtig unnötig. Also gut, wenn ich es wollen würde, würde ich es machen. Natürlich brauchst du da ihren Konsens, aber dass sie dafür bereit ist und willig und sie die Erste wäre, die Bock hätte, dass du sie wieder penetrierst, ist ja klar wie Kloßbrühe, ne? Also, und den Lümmel kann sie gar nicht so schlimm gefunden haben, weil sie war immer wieder hot auf den. Kleine Penis hat die aber, war aber gut, ne? Kann auch wirklich gut sein. Also ich hatte wirklich auch schon nicht die größten Penisse und es war bombastisch. Ja, genau 2-mal, Schatzi, oder so. Deswegen wollte ich ja immer wieder haben. Naja, allein schon bei The One habt ihr doch mehr als 3-mal gebumst, oder? Und wenn es nur 2-mal war, wie kannst du dann später erzählen, er sei dein Ex-Freund? Also wenn ihr euch 6 Monate lang kennengelernt habt und ihr 2-mal miteinander gebumst habt, dann hast du doch noch weniger irgendwie so die Berechtigung, ihn deinen Ex-Freund zu nennen. Merkst du eigentlich, wie albern dein ganzes Gerüst ist? Guck mal, wie glücklich der dich gemacht hat. Schatz. Ja. Überschätz dich nicht. Ey, leg das einfach ab. Du bist, also sie ist ja auch schon Ende 20, ne? Aber für mich wirkt sie wie so eine, weiß ich nicht, 18-, 19-Jährige, die keine Ahnung hat von gar nichts und die hier versucht, irgendjemandem was weiß zu machen. Ach, das ist ja eine Schicht, ne? Wie war's? Ja, war super. Also sie und Mike hatten wirklich spannende Themen. Es war allzeit einfach prickelnd. Richtig schlimm. Habt ihr euch gut unterhalten? Ja, doch, eigentlich schon. Also es gab hier und da mal eine kleine Neckerei, aber was sich neckt, das liebt sich. Es war prickelnd, ja, wie gesagt. Die meiste Zeit, wenn Kim und ich uns unterhalten, geht es tatsächlich, jetzt wo es mir auffällt, eigentlich nur um Mike. Spannend, oder? Weil das auch einfach die ganze Welt interessiert. Das war, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich bin wirklich von dem Gespräch traumatisiert. Ja, komm, stell es nicht so dar. Also ich würde eher verstehen, wenn der Mike
davon traumatisiert wäre. Ich glaube, ich höre Kim auch so ein bisschen aus Angst zu. Ich habe Angst vor Kim. Okay, wow. Neueste Offenbarung, sie hat einfach Angst vor Kim. Ja, also einige haben dort Angst vor Kim. Ich weiß nicht, ich hatte keine Angst vor Kim. Ich sehe Kim auch gar nicht als angsteinflößend. Wirklich. Für mich ist das Ganze einfach nur albern. Jetzt wieder kleine Überraschung. Was ist das? Noch eine Runde Kakerlaken. Jetzt haben wir schon 60.000. Aber nicht in mein Ohr. Also sprech niemandem seine Gefühle ab. Jedoch sagt mein Venuszügel mir hier, dass Kim gesehen hat, wie gut der Plan aufgeht, wenn man so heult bei Layla, dass man dann immer wieder in die Prüfungen gewählt wird. Und hier erscheint mir ihr Weinen, mir persönlich, ja, ich kann mich auch irren, als gewollt. So, weil sie hat die ganze Zeit komplett durchgeheult, während Ania da chillig die Runden gedreht hat. Und sie hatte ja auch schon Käfer überall. Bei der ersten Challenge wie heißt denn der nochmal? Tim24Tim. Da hatte sie ja überall Käfer und die waren nicht so schlimm. Hier sind sie auf einmal richtig schlimm. Gut, es kann auch die Tagesform sein. Oh mein Gott. Ich lasse es jetzt einfach so, okay? Es kann natürlich auch die Tagesform sein, dass sie sich heute einfach nicht gut fühlt. Aber ich glaube, sie verfolgt jetzt eine Taktik. Warum nur aufs Gesicht? Warum nur auf dem Kopf? Ja. Ist ja jetzt hier nicht ganz der Reality. Irgendwie nicht. Irgendwie fühle ich es nicht. Was sagt ihr? Nennt 5 Fußballvereine der aktuellen Kim Ruhe der aktuellen ersten Bundesliga der Herren. Kim. Bundesliga-Mannschaften. Kim. Kim. Als sie Fußball gehört, hat sie ganz laut geschrien. Ich bin also so bitte? Oh, sie hat gerufen. Was? Okay. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also es soll am Ende eine Panikattacke gewesen sein. Kann auch sein, dass dieses Drehen ihr Angst macht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe da so ein ganz komisches Gefühl. Was los? Sie hat den Satz gerufen, ich bin als da, holt mich hier raus. Ja, das heißt, alle Sterne sind in diesem Moment verloren. Es war nicht mehr ganz so weit entfernt vom Ende des Spiels. Ja. Deswegen für alle so ein bisschen überraschend, aber wenn... Ja, wenn sie sagt, es ist eine Panikattacke, dann ist es eine Panikattacke, ne? Da stecken wir halt nicht drin. Und ja. Kim dieses Gefühl hatte, dann raus mit dem Satz. Die Belastung war einfach zu viel. Ach, schade. So, Ania kommt zu uns. Du kannst schon mal das Mikrofon hier nehmen. Lecker. So, Kim. Ach Mensch, Kim. Hallo, Kim. In der 9. Runde abgebrochen. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Nee. Könnte auch wirklich sein. Also, wollen wir sie jetzt mal hier nicht komplett durch den Kakao ziehen. Also, ich habe trotzdem noch ein Rest schlechtes Gefühl. Aber wie gesagt, wenn einer sagt, Panikattacke, ey, dann ist es so. Und deswegen ist es auch gut, dass es abgebrochen wurde und alles. Nur alles, was die hier macht. Und deswegen verlierst du auch irgendwann an Glaubwürdigkeit, wenn du dann auf einmal so wirklich Methoden zückst und so, so in Bezug auf Mike, die wirklich unter aller Sau sind, dann fangen Leute auf einmal alles bei dir an in Frage zu stellen, ja. Und es würde halt super ins Bild passen. Eine, die jetzt wirklich alles macht, um so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erlangen, so viel Sendezeit wie nur möglich. Es würde passen. Guck mal, hier, da ist das Mikro, das kannst du mal nehmen. Was war denn so schlimm daran? Ich weiß, ich habe dann gemerkt, dass es Innereien sind und ich habe irgendwie keine Luft mehr bekommen. Ich habe Panik bekommen. Bei Innereien? Ja. Okay. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Aber so den Cheeseburger, ach nee, sie ist ja vegetarisch, ne? Wer weiß, was da alles drin ist, ne? Naja, egal, okay, ich höre jetzt auf. Ich bin schon irgendwie so ein bisschen stolz auf mich. Ich habe gemerkt, ich kann doch so ein bisschen tough sein, womit ich wirklich nicht gerechnet habe. Das sind wirklich so zwei
Gegensätze, wie sie doller nicht sein können. Das ist wie bei hier Sommerhaus der Stars, wenn die immer so zwei konträre Paare zeigen, ne? Eins, was total gut zusammenarbeitet und dann so ein Hammer destruktives, wie damals Mike Sees und Michelle und ich weiß nicht, wer im Kontrast gezeigt wurde. Die eine hatte hier so wirklich den Moment ihres Lebens, ja, ist über sich hinausgewachsen und liebt einfach das Leben und das Sein und so und ist so voll in sich und so, also bei sich und bla, und die andere ist so, ich hatte fast einen Herzstillstand und so und ich muss mal abbrechen, ne? Mike, ich fange ab heute an zu zählen, wie oft du in den Spiegel guckst. Ja, schon oft. Lass den einfach in der Hand oder mach den in deine Jackentasche. Wenn wir den mit nach oben zu nehmen. Ja, wenn wir den mal brauchen, fragen wir dich einfach. Ja. Aber auch da merkt man halt, was für ein unsicherer Mensch das ist, ne? Also ich versuche tatsächlich weniger in den Spiegel zu gucken. Das ist auch so eine Sache, die ich mit meiner Therapeutin besprochen habe. Wenn ich die Zeit, die ich täglich in den Spiegel gucke, lesen würde oder so, oder Videos drehen würde, dann hättet ihr wahrscheinlich 20 Videos pro Tag. Ich habe hier so einen fetten Spiegel und ich gucke da immer rein. Es ist wirklich immer, gucke ich da rein. Das ist so wie, wenn einige von euch anfangen zu tracken, wie viel sie das Handy konsumieren, also Social Media und so weiter. Da kommt man dann ja auch, wenn man das so trackt, auf Zahlen, wo man so denkt, ach so, doch 10 Stunden am Tag. So ist es mit mir und dem Spiegel. Und das weiß ich ganz sicher, das beruht auf Unsicherheiten, weil du musst sonst nicht den Spiegel immer in die Hand nehmen und das hier irgendwie zurecht streichen und so weiter, weil du weißt, dass du mehr bist als einfach nur dein Aussehen und du veränderst dich auch nicht von heute auf morgen, dass du auf einmal ganz anders aussiehst. Ich habe manchmal das Gefühl, ich checke, ob ich immer noch irgendwie passabel aussehe oder ob heute mein Gesicht fett aussieht oder irgendwie sowas. Also I'm working on it. Ne? Viele Sachen klappen mir auch schon super gut, aber das erkenne ich wieder und das ist für mich echt so ein Warnsignal. Die kommen. Hallo! Oh, Kim guckt schon so böse. Ja, das ist bei der aber also auch oft so. Also ich glaube, wenn die auch neutral guckt, dann sieht das böse aus. Sie waren auch schon mittendrin. Weißt du, was ich meine? Es hat sich ja nichts verändert. Also erst so, warte mal, die hatten schon 8 Sterne, 8 Runden. Und hätten 11 Runden da fahren müssen, dann hätte sie auch durchziehen können. Spannend ist aber, dass er halt selber auch eine Angst hat, eine Phobie hat. Auf die kommen wir noch zu sprechen. Und gerade vor dem Hintergrund finde ich es sehr, sehr spannend und eigentlich echt unmöglich, dass er ihr ihre Panikattacke abspricht. Man weiß ja nie, wie das so, wie das Gefühl ist. Jetzt sag du mir nicht, du freust dich darüber, dass die neue Sterne. Ja, freuen tue ich mich nicht, aber. Nee, aber Respekt, weil der Mike wurde ja schon echt angegriffen von der Kim. Und dass der hier jetzt für sie einspringt und sagt, du, ganz ehrlich, wenn sie das so empfunden hat, dann kannst du das einfach als Außenstehender nicht bewerten, finde ich schon klasse von ihm. Ich hab euch so gern was zu essen gebracht, Schweiz. Sie macht es natürlich noch ein bisschen schlimmer. Siehst du, also wenn es nach mir gegangen wäre, hättet ihr jetzt hier einen Döner bekommen alle? Ich wusste eigentlich schon am Anfang, ich habe die falsche Partnerin an meiner Seite. Ich habe einfach nur gehofft, dass sie es durchzieht. Ich wusste aber sofort, sie ist die falsche. Wisst ihr, was ich meine? Sie kann gar nichts. Aber es wäre machbar gewesen, ne? Es wäre absolut machbar gewesen. Das sind natürlich Gespräche, die hetzen die anderen noch ein bisschen auf. Also es wäre so einfach und machbar gewesen, ich sage es euch. Das sehe ich bei meinem Freund auch nicht anders. Weißt du, der ist 17 Jahre jünger. Er hat nie geheiratet, er hat keine Kinder. Er wäre ein guter Vater und wäre ein potenziell guter Ehemann. Aber ich habe da all das hinter mir. Ja, und jetzt kommt das Geilste. Sie erzählt Lucy, dass sie ihrem Freund das wünschen würde, dass wenn er irgendwie eine jüngere Frau findet, die lange Haare hat, die ihm das alles nochmal geben kann, sie würde sich freuen und wäre die Trauzeugin. So, und es gibt ja wirklich dieses Sprichwort, dass du das, was du liebst, auch gehen lassen musst. Also alles, was bei dir bleiben möchte, kommt zu dir oder bleibt bei dir. Das ist auch ein schöner Gedanke. Aber wenn mein Partner zu mir sagen würde, du ganz ehrlich, ich weiß eigentlich, stehst du auf Rothaarige, deswegen, sobald du einen draußen findest, nimm ihn dir. Das sind so Sachen, die können auch unausgesprochen bleiben. So, ist ja schön, wenn das dein Standing ist und dass wenn du im Fall der Fälle, wenn er gehen würde, nicht daran kaputt gehen würdest, aber das deinem Partner zu sagen, finde ich halt einfach, also für mich wäre das überhaupt nicht angebracht, weil wenn du dich so leicht tun würdest, darin mich loszulassen, dann, brauchen wir gar nicht uns erst etwas aufzubauen. Ich habe ja Agoraphobie. Warum
nochmal? Agoraphobie. Was heißt das? Das ist die Angst vor Menschenmassen. In Situationen wie zum Beispiel jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, erst vor kurzem, dass ich da dann eine leichte Panikattacke kriege. Ach so, also Panikattacken sind im Herrn ein Begriff. Okay, aber bei Kim hält er das für unwahrscheinlich, dass sie wirklich eine hatte, weil sie es ja auch gesagt hat, dass sie eine hatte, ne? Mhm, okay. Und später in Folge 8 sagt er auch zu irgendwas, das sei Mädchenkram, da kommen wir noch hin. Auch zu so einer Geschichte, die gar nichts mit Geschlechtern zu tun hat. Stell mal vor, ich würde jetzt sagen, oh mein Gott, du hast eine Panikattacke auf dem Weihnachtsmarkt, das ist so ein Mädchenkram. Weißt du, wenn du da jetzt schon eine Stunde warst, dann kannst du auch noch 2, 3 weitere Stunden bleiben. Das wäre ja deine Argumentationskette, wenn es um andere geht. Ja, auf die eine Unterhose war nasse Socke mit irgendwie noch Sachen drauf. Das ist nicht okay, das ist Unterwäsche. Ja, denkst du, hab das mit Absicht gemacht? Wirklich, es tut mir leid. Ja, aber... Muss man ja gleich so rumschmeckern. Ja, also Ania hat auf jeden Fall den Mut, der ihr fehlt, um ihre Grenzen zu ziehen vor Kim, weil sie ja Angst vor ihr hat, hat sie bei Lucy. Ich finde... Bei Lucy ist da jetzt irgendwie ein Handtuch weggekommen und jetzt waren irgendwelche nassen Sachen auf ihren Sachen drauf zum Trocknen und ihre Sachen wurden weggeschoben und sie hat, ich finde, halt, sie war genervt, okay, und hat das einmal im Camp zur Sprache gebracht, du bist drauf eingegangen, dann ging sie davon aus, du wärst es gewesen und ich finde aber, dass Anja rotzenfrech mit ihr umgegangen ist, so, nur weil sie vor Lucy keine Angst hat oder was, so, wo ich mir so denke, ja, nimm dir mal diese Eier lieber in die Hand und sag der Kim, mit der du die ganze Zeit auf Friends machst, dass du die ein bisschen angsteinflößend findest. Das zeigt deine Aufmerksamkeit einfach den Sachen den anderen gegenüber. Es hat dich in dem Moment nicht interessiert. Ich hab doch meinen Schlüpfer nicht auf deinen Schlüpfer raufgelegt. Also ich sage es lass jetzt, mich weil doch mal ausreden. Lass mich ausreden, Lucy. Ja, rede bitte. Naja, also finde ich richtig blöd. Also finde ich richtig blöd, weil ich finde, Lucy hat ja berechtigterweise auch mal was anzumerken gehabt. Ich finde es gar nicht überreagiert oder zickig von Lucy, gar nicht. Guck mal, jeder ist anders, ne? So, du bist eine, die viel Power hat. Mhm. Das habe ich ja gemerkt, wenn dich was stört oder so, dann bist du sofort so, oh, was ich aber verstehen kann. Beim nächsten Mal, egal was passiert, nimm die zu weit, weil sie sich ja angegriffen gefühlt hat. Aber ich habe nicht gesagt, ich weiß, und ihr wurdet da irgendwie in den Gesprächen und dann hätte ich einfach gesagt so, okay, so wäre ich. Ja. Ne? Ja. Ja, du halt, ne? Dann mach es doch einfach beim nächsten Mal so, aber ich bin nicht zu aufbrausend, ich bin nicht zu doll, ich bin nicht zu powerful, wenn ich nach dem dritten Tag langsam die Schnauze voll habe und hier mit meinen Sachen unachtsam umgegangen wird und ich irgendwie ein fremdes Handtuch waschen muss, weil meins auf einmal weg ist. So, dann kann ich auch gerne einmal den Mund aufmachen. Ich finde das auch nicht zu doll oder so. Also darf man jetzt so gar nicht mehr für sich einstehen und nichts mehr einmal besprechen? Bist du müde? Ich höre dich nicht. Ich muss näher kommen. Na. Leila ist eine attraktive Frau. Oh nein. Don't do that. Kim Virginia to the motherfucking Psycho ist da. Es wird nicht gut für euch enden. Ups, mein Titte guckt raus, du sagst nichts. Wenn du mich jetzt fragen würdest, so Kim oder Leila, würde ich Leila nehmen. Ja gut, also du wärst auch ziemlich lebensmüde, wenn du jetzt nochmal Kim sagen würdest. Aber ich glaube, ohne die ganzen Vorgeschichten würdest du Kim tatsächlich nehmen, ne? Die, oder? Aber kochen kannst schon. Ja. Ich kann halt nicht kochen, ich habe noch nie gekocht. Ja, das musst du mal lernen. Ich habe andere Stärken. Ich habe es schon versucht. Handwerklich kann ich alles. Ja, okay, das ist top. Okay, und jetzt gleich drückt sie ab. Einer von euch beiden verliert seinen Kopf, wenn diese Unterhaltung noch ein bisschen so weitergeht. Checkst du jetzt gerade ab für deine Masche? Hä? Checkst du jetzt gerade ab für deine Masche? Für was? Für deine Masche. Ach du Scheiße. Ja, sie ist wahr. Sie ist wirklich da. Sie ist keine Fata Morgana, die du dir eingebildet hast. Sie macht dich fertig. Sie hat noch Besitzansprüche an dich, auch wenn ihr niemals zusammen gewesen seid. Rede gar nicht mit mir. Ich frag dich doch nur. Ich antworte dir nicht. Mann, das ist doch Quatsch, Mann. Boah. Nee, und weißt du, und dieses Lachen ist bei ihr halt immer, also wenn so ein ganz Cringe-Moment entstanden ist, durch irgendeine ihrer Äußerungen, wo man so echt zu denken, hat sie nicht gesagt, ne? Macht sie immer so... Und dann denkt sie, das macht es wieder gut. Wow,
immer wieder dasselbe. Es ist einfach unangenehm, ne? Ist das eigentlich immer noch deine Masche, dass du hier eine Dating-Show draus machen willst? Hä, wir können doch reden. Ich find's aber super, dass Kim bei Layla an eine geraten ist, die sich da jetzt nicht unterbuttern lässt. Ich bin so ein Layla-Fan jetzt geworden. Wirklich richtig doll. So, weil sie stopft ihr das Maul. Und darüber bin ich richtig glücklich. Ich antworte dann. Ja, was sollen wir jetzt machen? Cringe. Wieso cringe? Weil es einfach unangenehm ist. Weil du richtig wie so eine verbitterte, alte whatsoever rüberkommst. Also es ist wirklich schwer mit anzusehen. Es hat auch nichts mit cool zu tun. Du hast ja gemeint, dass du was mit mir haben willst. Und als ich gesagt habe, ich will dich nicht, hast du gemeint, ich guck mal, ob ich Layla oder Kim will. Aber kann mir irgendjemand einmal die Stelle zeigen, wo er ihr im Camp gesagt hat, ich will dich, und sie gesagt hat, ich will dich nicht? Hat irgendjemand diese Szene gesehen, wo er ihr das Angebot gemacht hat, was sie ausgeschlagen hat? Oder habt ihr vielmehr alle gesehen, dass sie sich so doll aufregt, weil dieses vorgeteaserte Angebot innen drin niemals stattgefunden hat und sie sich aber schon die Muschi gewaxt hat, weil sie sich darauf vorbereitet hat, dass die dort ein Comeback haben? Also sie sagt, dass sie mich damit ja nicht angegriffen hat, aber es ist einfach für mich ein Angriff, weil es einfach respektlos ist. Ja, klar ist es. Du bist natürlich mit involviert, wenn sie euch beide in so eine blöde Situation bringt. Wir können uns ruhig unterhalten, Lena. Meine Güte. Wir können uns ruhig unterhalten. Alles easy. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Nee, es hat gar nichts. Also, mich stört das auch gerade gar nicht, dass ihr miteinander redet, ne? Also wirklich, dafür bin ich auch viel zu cool, weil du hast einen kleinen Pimmel, kein Geld und so weiter und ich stehe über den Dingen und so weiter. Ja, so, es hat gar nichts damit zu tun. Das ist schon unangenehm gerade, was du machst. Ich bin halt sehr direkt. Nee, das hat auch nichts mit direkt zu tun, weißt du? Das hat eher was mit ungezügelt, taktlos, unangenehm zu tun. Das ist ja nicht direkt. Das sagt sie jedes Mal, ne? Wenn zwei Menschen sich unterhalten und auch wenn du angeblich nur mit dem einen ein Problem hast, dann hab doch wenigstens so viel Anstand und Respekt und lass die Menschen einfach reden. Nee, das geht nicht. Sie muss das unterbinden. So, wisst ihr, wie sie sich auch ein bisschen verhält? Ehrlicherweise, Frage, das ist doch auch eigentlich ziemlich doll narzisstisches Verhalten. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. So dieses, ich werte alles ab, ich bin null reflektiert, ich sehe meine Fehler nicht ein, ich bin, I don't know. Also es ist, ne, nicht jeder ist hier ein Narzisst, aber das ist schon sehr böse, muss man an der Stelle schon sagen. Sie hat die Layla abgewertet, das kommt auch irgendwann später. Sie macht den Mike irgendwie systematisch fertig. Sie, ja, und denkt, sie ist irgendwie voll die Coole und steht mit allem, ist mit allem richtig. Wäre jetzt ein Verflossener von dir da und der hätte vorher gesagt, du, ich will eigentlich noch mal was mit der Layla. Aber ja, wenn die nicht will, dann nehme ich noch mal eine also andere. Also soll ich jetzt mit ihm nicht mehr reden. Ey, was die labert. Aber warte mal, also du kannst nicht ein Argument einmal so und einmal so benutzen. Willst du denn wieder was von ihm? Nein, willst du nicht. Dann müsste es doch dir auch egal sein, was der irgendwie vorm Dschungel gesagt hat. Willst du hier hinkommen? Macht keinen Unterschied, glaube ich. Und guck mal, alle im Camp haben ja irgendwie auch eine Menschenkenntnis und nehmen die Energien wahr. Alle wollen ihn von Kim, vor Kim retten. Das ist krass. Wahnsinnig. Und jetzt kommt sie wieder mit. Geil, ich habe ihr wieder was kreiert. Ich habe wieder... Warum ist sie da so stolz drauf über dieses widerliche Verhalten? Ich werde auf jeden Fall weiter mit Mike reden, weil ich sehe das gar nicht ein. Mir verbietet doch niemand hier den Mund. Finde ich so geil. Ey, behalte das bitte bei. Viele hätten jetzt so Angst gehabt vor der und hätten nichts mehr gemacht. Keiner traut sich, den Mund aufzumachen, sag ich dir so, wie es ist. Also ich finde es nicht cool, dass sie keine Sterne haben. Ja, jetzt kommt so eine kleine Revolution, weil es kam auch noch raus, dass Kim so eine Wimpernbürste geschmuggelt hat. Die hat Layla dann gefunden, als sie kacken war. Und jetzt kommen auch die Kippen weg und so weiter und so fort, weil insgesamt sind es 80 Regelverstöße. Schmuggeln ist, glaube ich, nochmal schwerwiegender. Und so langsam, aber sicher, hast auch so das letzte Erdmännchen, Kim. Ich habe übrigens nachgefragt, sie waren schon bei Runde 8 von 11. Ich weiß, 3 Runden hätten sie ja machen können. Das finde ich sehr, sehr spannend. Aber Felix, denk dran, du hast selber Panikattacken und sie sagt, der Grund fürs Abbrechen sei eine Panikattacke. Na, vielleicht solltest du da ein bisschen empathischer sein, gerade wenn es eine Sache ist, die du selber kennst. Aber von Tim, 24 Tim, finde ich auch spannend.
Später erzählt er nämlich Kim, dass Felix ja so sauer gewesen sei auf sie. Und hier hat er die Gruppe quasi noch mitversorgt, so mit der Information, ach, ich glaube wirklich, sie hätte es schaffen können. Bei Tim ist dann so die Frage, ist er auch wie Ania eigentlich so, dass er Kim gar nicht mag, aber so tut, weil er Angst vor ihr hat? Wenn du einmal drin bist, dann ziehst du es durch. Ja. Genauso wie wenn du einmal auf dem Weihnachtsmarkt bist, musst du ja auch durchziehen, ne? Auch wenn du eine Panikattacke hast. Ne? Wäre ja sonst Mädchenkram. Jetzt haben die erfahren, dass der Dschungel-Captain da alle noch vorhandenen Zigaretten wegbringen muss. Und es gibt irgendwie 4 oder 5 Raucher. Und kurz vorher wurde Kim beim Schmuggeln erwischt. Und kurz vorher hat sie 0 Sterne nach Hause gebracht. Und jetzt sagt sie Folgendes. Ist gut für unsere Lunge. Dankeschön, Dschungel-Cam. Okay, also dass die sie nicht zerfleischen, das verdankt sie nur ihrer starken Fassade, weil die wirklich alle, glaube ich, immer noch ein bisschen Angst vor ihr haben. Aber jeder andere wäre für dieses Verhalten zerhackstückelt worden dort. Ich bin jetzt komplett gebrochen. Ich bin komplett gebrochen. Jetzt hast du mir auch nochmal Nikotin genommen. Ganz Deutschland weiß, ich habe einen kleinen Lümmel, ich habe keine Kohle, ich habe keine Miete bezahlt für mein Kind oder für meine Ex. Es ist einfach so, wie es ist. Ich bin ein komplett gebrochener Mann. So, jetzt sind wir in der Folge 7, ihr Süßen. Ehe wir uns versehen, ist Kim wieder beim Lagerfeuer und spricht mit Sarah Kern. So, meint ihr, die reden über Mode? Meint ihr, die reden über das Leben? Irgendwas Tiefgründiges? Nein, sie reden natürlich über Mike. Ich weiß halt, wie seine Masche ist, habe ich gestern bemerkt, weil der mich nicht bekommen hat. Ey, warte mal. Er wollte dich auch nie. Du verdrehst komplett die Realität. Wann wollte er dich denn? Dass er dich nicht will, ist doch das Problem von allem. Aber ist die Layla in Deutschland so ein Typ, die so als sehr sexy wahrgenommen wird? Mhm. Hä? Aber dann ist sie deine Freundin oder was? So, Folge 8 ist sie auf einmal eine Freundin, die deine Loyalität, also die nicht loyal ist und so weiter, aber hier in der Nacht, also erstmal von Sarah auch überhaupt voll die dumme Frage, so, ist Layla in Deutschland ein Typ, der gefeiert wird? Zeig mir doch mal den Typen, der in Deutschland gefeiert wird. Also hast du schon mal was gehört von Individualität und so weiter, jeder Mensch ist irgendwie schön, so, und dann sagt sie, ist nicht so, aber jetzt hört euch mal die Erklärung an. Der ist auch gar nicht Mike's Hype. Nee, das ist völlig unterschiedlich. Ja, und vor allem Kim ist ja absolut Mike's Type, deswegen hat es ja auch zwischen den beiden so gut geklappt, ne? Deswegen hat er sie auch behalten. Ich bin halt eher so der sexy Type und Layla ist, glaube ich, eher so der süße, cute Maus. Ja. Was labert sie für eine Scheiße? Also wollen wir mal abstimmen, so wie viele Menschen finden Kim to the motherfucking Psycho Virginia sexier und wie viele finden Layla sexier? Also ich würde ganz klar abstimmen, Layla. So, weil, ja, Selbstbestimmung und so weiter, aber ich finde, gewisse Dinge sind bei Kim leider ausgeartet und das könnte ich unter keinen Umständen in die Kategorie sexy packen. Das tut mir wirklich leid. Da finde ich Layla absolut attraktiver. Ich hätte das jetzt nicht gesagt, aber wovon geht sie aus? Sie kann doch nicht sagen, ich bin der sexy Type. Für manche würden dich nicht mal mit der Gartenzange anfassen. Verstehst du? Nur weil du jetzt irgendwie geile Extensions hast und dicke Kusslippen und so weiter, kannst du nicht davon ausgehen und ein BBL und gemachte Brüste und bla, eine schmale Taille, dass du einfach der sexy Type bist. Für manche bist du es halt nicht. Und das musst du halt begreifen. Und Layla ist keine süße Maus, sondern Layla ist auch verdammt sexy. Und Mike steht halt echt auf die Sexbomben. Ja, sie ist The Sex Bomb. Also, falls ihr sie noch nicht kennt, sie ist Kim, Sex Bomb to the motherfucking Psycho, Virginia. Ich werde auch safe mit Mike nach der Show was haben. Ist immer dasselbe bei uns. Also, kompletter Totalschaden. Von vorne bis hinten ein kompletter Totalschaden in meinen Augen. Er sagt jetzt, ich will nie wieder mit dir reden, wie ist das? Einfach nur für den Sex? Ja. Okay, wegen Recycling. Okay. Weil ich mir denke, hatte ich schon, habe ich keinen Bodycount, der hochgeht. Also warte mal, ist sie eine Frau, die sich nimmt, was sie will oder nicht? Also falls sie sich entscheidet, ja zu sagen, dann müsste dir dein Bodycount egal sein. Dann erzählst du gerade, dass das Problem sei, du wolltest ihn nicht und deswegen nimmt er Layla. Jetzt demonstrierst du aber wieder, dass du ihn ja eigentlich schon willst.
dass es halt nur nicht in der Show geklappt hat, aber nach der Show würdest du ihn nehmen. Also sie ist einfach komplette, ich weiß nicht, welche Substanzen sie sonst vielleicht nimmt, vielleicht ein bestimmtes Vitamin oder so, womit sie ein bisschen klarer denken kann, weil über ihre Stories hat sie sich ja nicht so ins Ausgeschossen bislang, aber hier drin fehlt es ihr auf jeden Fall. So, und oder es ist ihr Dior-Duft oder so, der irgendwelche Synapsen in ihr anregt, aber hier ist sie ein kompletter Totalschaden. Wenn er die Fresse hält, ist er ganz cute. Also er hält ja auch hier drin die ganze Zeit die Fresse, aber du laberst ihn ja die ganze Zeit voll. Zigaretten dürfen nur den Rauchern weggenommen werden und alle anderen, die auch gegen Regeln verstoßen haben, dürfen alles behalten. Super. Also das ist so ein paar. Nicht nur, dass ihr mir hier diese Geistesgestörte mit reingegeben habt, sondern jetzt darf ich auch nicht rauchen. Das Einzige, was ich neben dem Essen gerne mache, ich bitte euch. Normalerweise nikotingehaltmäßig hatte ich 10 Schachteln Zigaretten am Tag oder so. Jesus Maria. Also er denkt sich auch, ne, warum soll ich alt werden? Der tut sich immer diese Nikotindinger hier rein und die sind so stark wie 10 Schachteln Zigaretten. Ja, gib ihm. Ne? Also finde ich auch so spannend. Hat man da, weiß ich nicht, hat man da gar keine Lebenslust mehr? Mein Gott. Mein Gott, also komm mal klar, irgendwie trink mal vielleicht ein bisschen mehr Wasser. Der war so abgefuckt, ne? Ja, dass ich abgebrochen habe, ne? Ja, der war so richtig abgefuckt. Ja. Also so Endlevel, ne? Mhm. Es geht um Felix. Da berichtet er ihr so auf Buddy, ja, er war richtig abgefuckt, Endlevel. Aber vielleicht hast du ja auch dazu beigetragen, indem du dann dem Felix auch noch erzählt hast, hey, und ich habe mich erkundigt, sie kamen bis zur Runde 8. Also Tim, ich würde mich halt entscheiden, auf wessen Seite du bist. So, bist du ihr Kumpel? Oder nicht? Ja, da sind noch 2 kleine Löffelchen. So, den einen noch, komm, da komm, rauskratzen komm, 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 und dann... Komm, komm. Bitte, schaffst du, komm. Los, 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 los. Jawohl. Ja, 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 ja. 10. 10. Ja. 9. Gut. 8. 7. Ey, hat sie gut gemacht. Kotzfrucht, irgendwie noch was. Kacke, I don't know, was da alles drin war. Hat sie wieder gut gemacht. Also da war sie jetzt wieder motivated. Ja, ein Anus. Ja, das sieht aus wie ein Anus. Eine kleine Rosette. Ja, aber ich glaube, Anus, das ist jetzt mein Thema. Ja, die Rosette ist deins. Lass mal. Ja, jetzt. Das ist deins. Aber ich habe eine Frage. Ja? Wie viel? Weil das alles finde ich hart. Nee, da oben das Ding. Das oben. Das, ja. Ja, das was du abnehmen kannst. Wenn du den Turm auch noch willst, dann werden die sicher nicht sauer sein. Aber doch. Also, die müssen dann immer entscheiden, wer das von den dreien ist. Und beim Thema Anus sagt er sich, yo, ich stehe dazu, ne? Arschlöcher sind irgendwie ein Thema in meinem Leben. Ich esse das jetzt. Ja, lecker, 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 lecker. Lecker, lecker, Schmecker. Hat er gut gemacht. Haben die eigentlich alle gut gemacht, außer Felix, der ja immer so großkotzig ist und so weiter. Der hat dann sein Stück, was war das? Zunge von der Ziege oder irgendwie sowas. Oder Hirn vom Schwein nicht geschafft. Fand ich dann auch wieder sehr beachtlich. Gerade weil er so eine große Fresse hat. Meine Kinder, da ist rum bei mir, ne? Dann, also... Weil, ja, genau. Nee, das ist für mich der Grund des Seins. Mein kleiner Mikrokosmos, ne? Also, Ania hat hier eventuell etwas sehr, sehr Schlaues eingefädelt. Und zwar hat sie die Sarah gefragt, wie es so um ihr Muttersein steht. Vielleicht in der Hoffnung auf eine Gegenfrage, weil das kann man ja in einem Gespräch meistens erwarten, dass dann jemand fragt, ja, okay, jetzt habe ich genug erzählt und wie ist es bei dir? Und was sie über ihre Mutter zu sagen hat, finde ich sehr spannend. Also du kommst offenbar dann auch aus, sonst hättest du wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht, auch von einem geliebten Elternhaus, gell? Mm-mm. Nicht? Mm-mm. Nee, nee, nee. Ach, nee. Nee, gar nicht. Aber danke, dass du fragst. So, und jetzt Film ab. Du hast eine richtig tolle Bindung zu deinen Kindern und ich nicht. Zu meiner Mutter. Okay, und jetzt erklärt sie uns so ein bisschen, warum. Ich finde es voll legitim, keinen Kontakt zu Eltern zu haben, wenn die irgendwie toxisch sind, ne? Ich habe mich selber auch von meinen gelöst, aber hier werde ich nicht so ganz schlau, was die wahren Beweggründe sind. Ich habe beide sehr geliebt und dann kam ich in die Pubertät und meine Mutter hat angefangen zu rauchen. Und das fand ich doof. Dann meinte ich, Mama, ich finde das doof, dass du rauchst. Kannst du irgendwie aufhören oder... Genau, also sie hat dann ihre Mutter darum gebeten, aufzuhören mit dem Rauchen. Und die Mutter hat heimlich weitergemacht. Und das war dann schon irgendwie so der erste Bruch, wo Ania sich dachte, ich kann meiner Mutter nicht vertrauen. Also ich würde sagen, wenn sie ansonsten nett zu dir war, dann ist das ihr Business, ob sie raucht oder nicht. Das kann dich natürlich als Kind irritieren. Aber ich finde, das ist kein Grund, irgendwie sich von der Mutter zu distanzieren, weil das ist ihre Entscheidung, was sie konsumiert oder nicht, wenn sie dir damit nicht schadet, dann, also sie gibt dir ja auch keine Muttermilch mehr in dem Moment, dann ist das doch ihr Business. Aber es geht weiter. Es gibt noch weitere
Punkte, die dazu geführt haben, dass sie nicht mehr von ihrer Mutter umgeben sein will. Meine Mutter ist so ein Mensch, sie lächelt nie, läuft sehr krumm, sie hat so einen krummen Rücken. Und das war der Grund. Also ich gebe mich ganz bestimmt nicht mit Menschen ab, die einen krummen Rücken haben. Was soll das? Wir sind einfach nicht auf einer Wellenlänge. Und deswegen verbringe ich viel lieber Zeit mit meinem Papa, weil mein Papa, der zaubert, der kann das jedem Menschen ein Lächeln auf Gesicht zu zaubern. Okay, super. Also Papa ist irgendwie aufheiternd und so, ne? Locker, lustig und so. Aber wo ist jetzt der, also was genau hat die Mutter jetzt getan? Wisst ihr, was ich meine? Also bei meiner Mutter kann ich sagen, meine Mutter ist halt wirklich destruktiv in ihrem Verhalten, weil sie mich auch gaslightet. Wenn ich Gefühle beschreibe und sage, dass du das und das gesagt hast, hat das und das in mir ausgelöst, dann sagt sie, ja, kauf dir mal eine Tüte Selbstbewusstsein, weil dann würden dich auch die Sachen, die ich sage, nicht stören. So, und da kann ich ganz klar beschreiben, warum ich mit diesen Menschen nicht Kontakt haben möchte, ja, weil sie auf meine Gefühle keinen Wert legt, ne? Und ne, mich dann versucht zu manipulieren, ich sei falsch und so weiter. Und ich auch deswegen unter anderem mein Leben lang dachte, ich sei falsch. Aber hier habe ich es noch nicht so ganz rausgehört. Ihr seid nicht auf einer Wellenlänge, sie läuft krumm. Ja, okay. Und sagst du, um kurz auf diesen gekrümmten Rücken einzugehen, warum auch immer sie das hat, wenn sie dabei lächeln würde und sie hätte den Rücken krumm, würdest du sie da trotzdem wunderschön finden? Meine Mutter ist nicht schön. Ah, das ist das Problem. Sie ist ja jetzt, sie will in Fuß fassen in der Modelwelt und da braucht sie natürlich auch eine schöne Mutter. Und wenn die so eine Gesichtsgrätsche ist, die auch noch krumm läuft und immer traurig guckt, dann geht das natürlich nicht, ne? Nee, aber würdest du sie schön finden, wenn sie dich liebevoll anlächeln würde? Nee, also sie kann machen, was sie möchte. Die ist einfach potthässlich, verstehst du? Und da kann ich ja auch nicht zu einer Fashion-Show mit ihr gehen. Schau mal vor, ich tauche da mit so einer Hässlichen auf. Das geht einfach nicht, das tut mir wirklich leid. Und deswegen habe ich den Kontakt abgebrochen. Sie ist einfach eine Hässlette. Ja, Hässliche! Weil einfach charakterlich ist einfach so kaputt gemacht, oder? Ah ja. Ah, okay. Ah, das ist dann was anderes. Wenn sie sagt, sie hat sich charakterlich quasi, also durch den Charakter ist sie so hässlich geworden, dann muss ich sagen, finde ich, ist das nochmal eine andere Sache. Ich habe mich so geschämt, mit ihr rauszugehen. Ich bin, ja, ich habe mich sehr geschämt mit ihr. Und lässt du sie das spüren? Ich glaube, ich habe sie spüren lassen. Ja, ich habe ihr dann auch immer gesagt, dass sie einfach hässlich ist und so, ne? Und meine Mutter ist auch extrem kritikunfähig. Also okay. Das ist doch mal was anderes. Also mit so ganz kritikunfähigen Menschen, ne, da kann ich jetzt mehr was mit anfangen. Dieses Hässliche ist jetzt für mich irrelevant. Wenn mir einer erzählt, ich habe den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen, weil sie ist hässlich, dann würde ich mich halt fragen, ob alles stimmt, ne, ob du alle Latten am Zaun hast. Aber so kritikunfähig, so Eigenschaften, ne, wie sie so drauf ist, was euch eure Beziehung erschwert, das verstehe ich dann schon besser. Ich glaube, der große Knall, warum es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, ich war bei Germany's Next Topmodel. Ich glaube, da habe ich dich irgendwie auch gesehen. Es ging mir aber bei GNTM. Du hast doch nicht so emotional mit deinem Papa geredet. Ja, genau, dann weiß ich, wer du bist. Ja. Und als sie dann erfahren hat, dass ich im Dschungel war, kommt ein Anwaltsschreiben zu mir nach Hause von meinem Papa, wo drin steht, dass es mir verboten ist, über sie zu reden. Okay, wir haben jetzt aber nicht erfahren, warum der große Knall kam. Also sie mochte es nicht, dass du bei GNTM warst. Und wenn jetzt ein Anwaltsschreiben kommt, wo drin steht, du sollst hier nicht über deine Mutter reden, warum willst du es unbedingt machen? Aber jetzt hast du es gemacht. Oder, ja, es wird nichts passieren. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. Ich habe gesagt, YOLO, no risk, no fun. Die Hässliche hat es verdient. Ach, das hat so gut getan, das auszusprechen. Also, das hat mir so auf dem Herzen gelegen. Wir tun immer Kinderleute, wo da irgendwas in Disharmonie ist mit den Eltern. Aber es hat mir so gut getan, einfach mal zu sagen, wie hässlich sie ist. Wisst ihr, wie sehr mir das auf der Seele gebrannt hat? Einfach noch mal zu untermauern, dass sie eine Gesichtsgrätsche ist. Ich bitte euch, wer kennt's nicht, ne? Oh Gott, meine Mutter ist so hässlich. Ach, oh, mir geht's so gut jetzt. Das brannte mir halt einfach wirklich auf meiner Seele. Ja. Leila, komm. Komm, Überwindung. Mike, helf dir mal. Junge Frau. Komm. Komm, helf dir mal. Komm. Uiuiuiui, seid ihr ready dafür? Das ist die Szene, die dieses Jahr in die Geschichte des Trash-TVs geht. Leila traut sich nicht ins Wasser zu gehen und Mike hilft ihr. Und dann kommt Kim und dann passiert ganz viel. Okay, ich bin drin. Ja, komm weiter hier rüber. Ich kann sie doch niemals hinkriegen. Doch, doch.
Tun Sie es nicht. Tun Sie es nicht. Spulen Sie schnell zurück. Gehen Sie raus. Es wird nicht gut enden. Nein. Okay, egal. Alle haben sich sehr wohl gefühlt. Hi. Die goldenen Wasser haben Sie noch gar nicht gehört. Ja. Also, ich sag mal so. Wenn er jetzt mein Freund wäre, dann würde ich es nicht toll finden, wenn er einer Leila, die nicht mit ihm zusammen ist, so helfen würde. Okay, aber wir halten einmal kurz fest for the record. Er und Kim waren nie zusammen und selbst wenn sie es gewesen wären, sie sind es nicht mehr. Und er hat mehrfach geäußert, dass er keinen Bock mehr auf sie hat. Von daher kann dieser Mensch machen, was er möchte. Schwimmen. Geh mal ein bisschen was schwimmen. Und da denke ich mir doch, das hat doch bestimmt die Regie angeordnet, dass jetzt auch noch Kim da hinkommt. Weil was für ein Zufall soll das sein? Ey, Fabio, dein Traum geht in Erfüllung. Endlich mal ein voller Pool. Ja, stimmt. Mike? Also, wow. Wow. Ist das mein Freund, der dort mit dieser Leila ist? Ist das mein Partner? Findest du es nicht ein bisschen respektlos mir gegenüber? Ich finde, es geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da rein will. Ich möchte da nicht mal rein. Das gibt auf jeden Fall einen Ehestreit, weil wir waren irgendwie kurz vor der Heirat und so. Wir sind jetzt da gerade frisch zusammengezogen. Das kann er mir nicht antun. Und sie auch nicht. Ich bin seit Jahren mit ihr befreundet. Ich mein's wirklich ernst. Ich bin gerade schockiert. Ich bin schockiert. Und Anja denkt sich schon wieder so, oh mein Gott. Halt's Maul, bitte. Wir haben ja über Mike und so gesprochen. Die hat mich noch getröstet. Ja. Ich habe dir das alles erzählt, aus Berechnung natürlich. Ne? Ich habe mich eine Woche vor dem Einzug bei ihr gemeldet und wir sind so... Das von ihr hätte ich nicht erwartet. Nee, wir sind so close, ne? Wir sind so beste... Wie heißt sie nochmal? Sie ist ja in Deutschland auch gar nicht so ein gefragter Typ. Ist eher so eine süße, eklige Maus. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin der sexy Type. Aber ich bin so loyal zu ihr, das ist meine Freundin. Wenn sie mit ihm befreundet hier ist, okay. Aber muss sie jetzt auf seinen Schwanz springen, vor meinen Augen? Naja, ehrlicherweise warst du ja nicht da. Und sie hat es ja nicht vor deinen Augen gemacht. Und du bist ja einfach gekommen, verstehst du? So, ich dachte, sie wäre eine Freundin von mir. Richtig gute Freundin, wisst ihr, was ich meine? Wir haben sogar über Mike uns ausgetauscht. Und das macht sie ja zur Freundin. Also wenn das danach geht, dann hast du richtig viele Freundinnen und Freunde. Weil du redest ja mit jedem über Mike. Also ist es so, wenn sie dann einmal mit dir über Mike geredet hat und du hast dir die Suppe einmal angehört, dann ist sie deine Freundin. Und dann darfst du nichts mehr mit Mike haben. Dann würde ich Kopfhörer reinsetzen. Weil eventuell würde ich mir das Türchen noch offen halten, mit dem Mike mal zu schlafen. Ich glaube, die meint das gar nicht so. Sie springt jetzt auf seinen Schwanz vor meinen Augen. Wie soll sie es denn meinen, Schatz? Ich glaube, sie wollte einfach nur nicht den Boden berühren im Wasser. Oh, Anja sagt jetzt endlich mal so ein bisschen, was sie denkt. So, Maus, nicht, dass es dich interessieren sollte, weil du hast ja nichts mit dem Typen und sie ist auch nicht deine Freundin. Aber selbst wenn dem so wäre, ich finde, es sah nicht sexuell aus und ich war dabei. Um was geht's? Mike hat gerade Leila einfach so vorne so durch diesen Pool genommen. Der wollte mich. Wenn ich keinen Bock habe, nimmt der Leila als Zweitwahl. Aber wenn dem so wäre, ne, dann solltest du dich doch eigentlich freuen. Stell mal vor, Mike würde dich wirklich gehabt haben wollen hier in dieser Show und du hättest Nein gesagt. Warum solltest du ihm dann sein Glück verwehren? Also wenn er dich nicht haben will, wenn er dich nicht haben kann, weil du nicht willst, verstehst du, dann lass ihn doch Spaß mit einer anderen haben. But that's not the problem, honey. The problem ist, dass du ihn über alles willst. Du wünschst ihn dir mehr, als dass der Weihnachtsmann den Schornstein runterkommt. Verstehst du? Und er will dich aber nicht mehr. So, und that's the motherfucking to the psycho problem, Kim. Wir wissen alle, dass tief in ihr drinne will die den zurück und eigentlich gar nicht fertig machen. Aber es läuft nicht so, wie sie es will. Und aus dem Grund rastet die aus. Amen. Ich will mir da überhaupt keinen Kopf machen. David, ich kenne ihn schon ein halbes Jahr. Das ist so viel. Schon ein ganzes halbes Jahr. Denk mal drüber nach. Findest du, das ist viel? Schon ein halbes Jahr. Sie tut so, als wenn das irgendwie 10 Jahre wären. Ich kenne ihn schon ein halbes Jahr. Wirklich. Dass er einen kleinen Penis hat und keine Kohle und das mit irgendwelchen Frauen halt kompensieren muss, weiß ich. Aber von Leila bin ich gerade so schockiert. Boah, es ist einfach... Unter der Gürtellinie, unter aller Sau. Es ist so ein hilfloser Schrei, dass sie da jetzt, insgesamt hat sie es, glaube ich, 8-mal gesagt,
dass er einen kleinen Penis hat. Das ist nicht cool. Versteht es doch endlich mal. Wenn sie mit mir redet oder sich aushält, dann höre ich ihr zu. Ja. Aber das bedeutet nicht nur, weil sie mir sagt, es ist ein Wichser, dass ich sage, ja, Mann. Nö, genau so ist es. Du bildest dir deine eigene Meinung. Die waren nicht mal zusammen offiziell. Denkst du, ein Mann will eine Frau, die die ganze Zeit sagt, du hast einen kleinen Pimmel, du hast kein Geld, du wohnst bei deiner Mutter. Welcher Mann will so eine Frau denn zurück? Keiner. Ist auch so. Da kann sie sich drehen und wenden und so tun, als wenn sie ihn nicht wollte. Aber ich kann nichts für dieses Verhalten. Und für deren Geschichte schon mal gar nicht. Finde ich super. Ganz klasse. Ja, aber dich stört doch jetzt die Szene da unten. Ja, aber das ist ja eigentlich schon gegessen, wenn ich einer Freundin erklären muss, dass sie nicht meinen Ex-Freund sich auf seinen Schwanz springen sollte. Aber guck mal, wie sie schon selber weiß, dass sie bei beiden Titeln den hier machen muss. Wenn ich einer Freundin, du machst ja nur so, weil sie gar nicht deine Freundin ist, erklären muss, dass sie nicht auf meinen Ex-Freund, das machst du, weil er auch nicht dein Ex-Freund ist, springen muss. Und wenn sie nicht deine Freundin ist und er nicht dein Ex-Freund, dann verstehen wir alle überhaupt nicht, warum du jetzt überhaupt die Fresse aufmachst. Wie wenig Selbstrespekt hast du? Layla ist schon da und sie redet halt über Layla. Und jetzt kommt für mich Kino, richtig Kino, weil ich Layla einfach abgöttisch feiere. Ekelhafte Leute hier. Ihr glaubt, Layla würde sich jetzt unterkriegen lassen? Wie viele andere? Nein. Und wie viele Runden dreht deine CD jetzt noch? Geil. Richtig geil. Ich muss sagen, Layla, ich feiere dich. Geil. Und sie kann auch richtig geil kontern. Ne? Sie so, wie viele Runden dreht die CD jetzt noch, bevor du die Fresse hältst? Bitte? Wie viele Runden deine CD jetzt noch dreht? Möchtest du jetzt noch frech werden, nachdem du respektlos warst? Ja. Hallo. Wo ist das Problem? Ganz red gut. Vor mir und nicht hinter mir. Jetzt habe ich dir schon mal ganz gesagt. Oh Mann. David, kannst du bitte einfach gehen? To the motherfucking bush, I don't know where, to the football place, I don't know. Kannst du die beiden sich jetzt einmal zerfetzen lassen? Ey, wir gucken das jetzt schon seit 7 Tagen, ne? Und wir wollen diese Eskalation. Also Layla bleibt einfach trocken und ruhig und ist so, ja, natürlich werde ich jetzt auch noch frech, nachdem ich aber respektlos war, genau. Und Kim ist aber voll überrascht, weil sie dachte, sie könnte sie mit ihrer Psychogewalt einschüchtern. Jeder zeigt sowieso sein Gesicht. Lass uns ja, das hast du ja jetzt schon gemacht. By the way, der Rest ist auch abgefallen. Leute, irgendwie will dieser Dschungel nicht halten. Wir haben jetzt noch hier Dschungel, okay? Ja, auch da, ne? Layla hat einfach immer einfach was zum Kontern auf den Lippen. Aber gut, dass sie schon direkt weiß, was ich meine anscheinend. Was laberst du? Du hast es doch auch schon... Also, klar kann sie sich denken, was du meinst. So, jetzt denkt sie irgendwie, Layla verrät sich selbst, weil sie weiß, dass du deswegen sauer bist. Es ist obvious. Du wolltest schwimmen gehen, du bist nicht schwimmen gegangen, du bist beleidigt abgedüst und alle können sich denken, dass du jetzt sauer bist deswegen. Ich bin so froh, dass mein Schamane dabei ist, der Flüche legen kann, hör mal. Ja, den größten hat der wahrscheinlich auf dich selber gelegt. Den größten Fluch hat er wahrscheinlich auf dich selbst gelegt. Ich glaube es nicht. Layla, ich habe dich unterschätzt. Ich habe dich wirklich unterschätzt. Sie kann ihren Schaman in ihr Poloch stecken. So, also den da jetzt überhaupt zu nennen, weißt du, was ich meine? Alter, frag nochmal nach, weil den größten hat er wirklich offensichtlich auf dich gelegt. Leider nein. Doch, weil du kommst echt manchmal auf dein Leben nicht klar. Das ist schon sehr unangenehm und peinlich. Geil. Einmal auf den Punkt gebracht. Was ist peinlich? So, wie du dich verhältst, ist peinlich. Was denn? Das ist peinlich. Einfach das Ganze, was du an den Tag legst. Was denn genau? Alles. Guck mal, from the head to the toe. Siehst du? From the front to the back. Alles, was du machst, ist peinlich. P-E-I-N-L-I-S-C-H. Weil Leland ist eine Frankfurter Girl, das ist so peinlich. Genau das gerade auch. Was denn? Würde ich das alles aufziehen, wäre ich morgen nicht fertig. Aber du weißt schon selber. Anja, anscheinend weiß es ja nicht. Na, weißt du, was ich meine? Ich trinke jetzt noch mal einen Schluck zwischendurch. Dann würde ich alles aufzählen, warum du einfach eine peinliche Kreatur bist. Weißt du, dann wäre ich bis morgen nicht fertig. Cheers! Ich glaube, ich finde es interessant, dass du jetzt gerade, sag ich mal, respektlos etwas an den Tag gelegt hast, was du, glaube ich, auch selbst weißt. Aber ist das Problem, haben sie rumgemacht. Ja, aber selbst wenn. Also, hättet ihr machen können. Weil, guess what, es ist nicht ihr Ex, du bist nicht ihre Freundin, bla 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 bla. Und er hat eh einen kleinen Penis und sie wollte ihn ja nicht. Ach so, also baden ist wichtiger, als wenn wir jetzt Freundschaft haben und wir planen schon Wellnessurlaub hier nach und so weiter, dann würdest du trotzdem auf meinen Ex springen im Wasser, weil du musst unbedingt ins Wasser. Ja, ich wollte unbedingt ins Wasser und ich fand das nicht schlimm. Ach so, warte mal, ihr habt einen Wellnessurlaub geplant. Und was ist da passiert?
weil sie einfach die Vorgeschichte weiß und wir schon vor hier Kontakt hatten und ich dir alles erzählt habe im Vertrauen und ich finde es einfach krass. Vor allem, warte mal ganz kurz, eine Frage, ne? Die hatten hier vor Kontakt und sie hat ja alles erzählt im Vertrauen. Also jetzt mal ganz kurz, was gab es denn noch zu erzählen, was die Öffentlichkeit noch nicht erreicht hat, weil du es entweder bei Eyes One erzählt hast oder im Wiedersehen von Eyes One oder in einer von deinen 100.000 Stories. Also was hättest du vorher Leila noch erzählen können im Vertrauen, was sie noch nicht hätte erfahren können über die Bild-Zeitung? Dass du da sagst, oh, was ist das für einer, wie geht sowas, bla 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 und schlecht redest und hier chillst du halt großteils. Okay, warte, auch, du hast mir das alles schon im Vorhinein erzählt, was du ihm an den Kopf geworfen hast, weil du wusstest, dass ich Single bin und gesagt habe, ich wäre einem Flirt nicht abgeneigt und ich dir gesagt habe, dass ich gesagt habe, dass der ein Hottie ist. Nein, 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 weil du wirfst hier keine Brocken rein, ohne dass die Leute wissen, was es geht. Und dann kannst du dich dazu äußern. Und genau aus dem Grund hast du mir alles schlecht über ihn erzählt, um mich zu manipulieren, damit ich ihn scheiße finde. Seid ihr nicht stolz auf Leila? Jetzt mal ganz im Ernst, seid ihr nicht einfach stolz auf Leila? Ich glaube, viele hätten das in dem Moment so nicht zusammenbekommen. Sie hat kein einziges Mal gestottert, sie hat sie einfach mundtot und platt gemacht. Du hast dich eine Woche vorher bei mir gemeldet und hast mir die ganze Scheiße über Mike erzählt, weil ich in einem Interview gesagt habe, ich wäre einem Flirt Mike gegenüber nicht abgeneigt. Und du hast die Gefahr gesehen, dass er und ich hier vielleicht eine romantische Story haben. Also hast du mich einfach schon mal blockiert, so in dem Sinne, als dass du mich eingeweiht hast und auf Freundin gemacht hast, damit du, wenn hier was passiert, mir mit dieser Nummer kommen kannst. Ich glaube, es ist auch einfach simple as that. Verstehst du? Weil ihr wart nie Freunde. Es ist alles aus Berechnung passiert. Wow. Ja. Schachmatt, oder? Ich würde in diesem Sinne sagen, es ist einfach Schachmatt. Girl, du bist einfach in einem Konkurrenzkampf mit mir. Du bist hier in dem Konkurrenzkampf und deswegen rastest du auch aus. Nein, das ist einfach, was eine Freundin nicht macht. Das hat nicht einen Konkurrenzkampf zu tun, wenn ich den Mann nicht mal möchte. Deswegen rastest du auch aus, wenn ich den Mann nicht mal möchte. Weil du in einem Konkurrenzkampf bist, ich nicht. Aber wenn ich den Mann nicht möchte, dann gib ihn ihr doch. Und vor allem, sie projiziert alles von sich auf Leila. Das könnt ihr auch, also das ist auch wieder so ein Ding, ne? Alle Sachen, die mein narzisstischer Ex-Partner, die sind jetzt in keiner Partnerschaft, ne, aber einfach nur um diese Möglichkeit von auch narzisstischem Verhalten hier wieder mit einzubringen, ne, die projizieren auf euch auch das, was die selber sind und fühlen. Das bedeutet, wir haben hier eine sich mickrig fühlende Kim Virginia, die ja vorgibt, sie sei die größte Löwin und Queen und so weiter, das ist auch ne, typisch für Narzissmus, unterstellt hier der Leila Sachen, die sie selber fühlt. Weil Kim würde ja nicht so austicken, wenn sie nicht A, was von Mike haben wollte und wenn sie nicht B, Leila als Gefahr sehen würde. Und jetzt unterstellt sie der Leila, sie wäre hier im Konkurrenzkampf. Also tickst du noch ganz richtig. Ich finde es super, dass Leila sich davon ganz klar distanzieren kann und ihrer Linie treu bleibt und sagt, also wenn hier eine Person im Konkurrenzkampf ist, dann bist du das Mädchen. Du. Alles, was ich über dich gehört habe, bestätigt. Wirklich, ich habe dich noch verteidigt und gesagt. Same einfach, was ich wurde auch gewarnt von ganz vielen Leuten. Same, aber du bist noch schlimmer, als man es gehört hat. Ich liebe sie einfach. Also bei dir ist es sogar noch schlimmer. Weißt du, was ich meine? Bei mir ist es so, wie du es gehört hast, so bin ich. Aber bei dir ist es noch schlimmer. Bitte, was mache ich denn? Du bist eine richtig grauenvolle Kreatur. Wow. Ja, aber so kommst du rüber. Halt, weißt du? Sehr verbittert. Also einfach Gesamtpaket. Katastroph. Wow. Einfach nur, weil ich dich auf was anspreche, ganz normal. Nein, weil du grauenvoll bist. Gestern wollten wir noch Beef machen. Guck mal, du weißt, was das lächerlich ist. Du bist einfach so obsessed mit dem und das ich ist mir geholfen, einfach fertig Kindergarten. Ja. Ende der Situation. Ist das gerade dein Ernst, das zu sagen, obwohl du weißt, es ist nicht so? Es ist so, weil sonst würdest du nicht jedes Mal ausrasten. Ja, ist mir egal. Ja, ich finde es bei dir krass. Ach komm. Ey, es ist albern. Vor allem so, warte mal, was hat sie hier am Anfang gesagt? Warte mal. Ach so, weil ich dich auf etwas anspreche, ganz normal. Digi, du hast ja mit deinem Schaman gedroht. Du meintest, sie sei ein ekelhafter Mensch, der sein Gesicht verloren hat oder ihr Gesicht verloren hat. Ist das ganz normal auf etwas ansprechen in deiner Welt? Just for the record. Konkurrenzdenken, deswegen ist das so. Deswegen finde ich das krass. Ist so. Wow. Also ich bin the Queen und ich habe kein Konkurrenzdenken. Seid ihr alle bescheuert? Früher war das ein bisschen anders, also da müsste ich was tun und ja. Das weiß ich aber. Ständig in Bewegung bleiben. Ja. Ja, ich bin so.
Mann. Es gibt zwischendurch auch wirklich süße Sequenzen, deswegen empfehle ich euch auch, das Dschungelcamp in voller Länge zu gucken. Also vom Heinz beispielsweise, da kriege ich ganz viele tolle Sachen mit fürs Leben. Wie er jetzt so draufblickt und dass er sagt, er war da immer so aufgeregt und keine Ahnung. Und jetzt genießt er und einfach das Sein und so. Also das rührt mich. Ich würde, wenn mein Ex-Mann hier wäre, ich würde einen Fick drauf geben. Also irgendwas muss dich ja noch beschäftigen an Mike. Ja, mich nervt, dass ich wahrscheinlich in der Öffentlichkeit scheiße dastehen werde, nur weil ich die Wahrheit über ihn veröffentlicht habe. Ach so, das ist jetzt das Problem. Naja, sie ist immerhin ehrlich. Also es geht ihr weder um Layla, noch geht es ihr um Mike. Es geht ihr einfach nur darum, dass ihr Plan einmal vollkommen gegen die Wand gelaufen ist und dass ganz Deutschland jetzt einfach einmal sieht, wie sie ist. Der Typen, der einen kleinen Schwanz hat, der keine Wohnung und nur am Lügen ist. Kim, hör einfach auf, mir diese Scheiße zu erzählen. Es juckt mich nicht. Sag es ihr. Du musst es ihr sagen, weil die kriegt gar keinen Bezug zur Realität. Die merkt gar nicht, wie verkehrt sie ist. Weißt du? Ich denke, das kommt daher, dass Kim mit sich selber ein Problem hat, was einen leid tun könnte eigentlich. Ich denke, sie muss selber an sich arbeiten, nicht diesen Konkurrenzdenken zu haben. Also ich glaube wirklich ganz im Ernst, Leute, für die ganze Scheiße, die er da schlucken muss, ne, hat er sich echt gut im Griff und aus irgendwelchen Gründen, ne, konnte er mit ihr nicht weitermachen. Das ist so wirklich mein Gefühl und er hat sie damit verletzt, okay? Aber ich glaube, der Typ ist korrekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles so wirklich gespielt ist, weil dafür, nee, mein Venushügel sagt mir, dass der echt okay ist und dass sie hier einfach vollkommen reinscheißt. Ich werde dazu nichts mehr sagen. Und es ist ermüdend, obwohl es hier schon schwer genug ist. Keine Zigaretten, keinen richtigen Schlaf, kein Essen. Und dann noch das ist einfach so Dschungelcamp Plus. Ich kann nicht mehr. Ich habe eine Gage bekommen für ein normales Dschungelcamp, nicht Dschungelcamp Plus. Was ist das hier für eine Scheiße, Alter? Ich hoffe, die finden zusammen, Junge. Ich mache erstmal ein Ritual mit meinem Schamanen, damit es so richtig schön toxisch wird und Mike nochmal 10 Jahre mit irgendeiner ollen Psychopathin verschwendet. Die ist durch. Ich sag es euch. Sorry, wir wiederholen uns und drehen uns im Kreis und keine Ahnung, wir biegen immer wieder gleich ab und fahren um Block. Ich weiß es, aber guckt euch das mal bitte an. Das ist wirklich Endstufe. Wirklich, wenn du hier irgendwie eine Gage bekommst, die ziemlich gut ist, dann hol dir einfach direkt einmal einen Therapeuten an die Seite. Because you need help. Okay? Und es ist wirklich gut gemeint. Was hättest du dir denn gewünscht, dass sie auf Fabio draufspringt oder... Hä, ja klar. Ja, genau. Ja, was soll man sagen? Halt, so, ne? Klar, viele Leute feiern die, weil die fresh ist und so. Aber würde die einfach mal ihre schöne Seite hier zeigen, die sie wahrscheinlich irgendwo bestimmt auch hat, würde es vielleicht für die auch anders aussehen. Ja. Ich muss sagen, ich finde das sehr süß von ihr. Also, ich sehe bei Layla auch da gar keine Berechnung, um ehrlich zu sein. Wenn Kim vielleicht irgendwann das Camp verlässt, dann wird das Camp, glaube ich, wesentlich ruhiger und entspannter. Da freuen wir uns alle drauf. Das ist heftig. Also wenn Kim, wenn sie das guckt, nicht einmal zum mächtigen Nachdenken angeregt wird, ne, wirklich elementar etwas in ihrem Leben zu verändern, dann weiß ich auch nicht. Weil das ist ein Feedback, die ganze Gruppe hasst dich. Die können dich nicht ausstehen. Und das hat etwas über dich zu sagen. Das tut mir wirklich leid. Und die mobben sie nicht. Die hätten, also andere Gruppen hätten sie zu Tode gemobbt. Machen die aber alle nicht. Die sind noch sehr, sehr, sehr human und sozial ihr gegenüber. Und es ist Kim! Kim geht in die Jungle-Prüfung. Leute, wir sind jetzt zu the motherfucking Episode 8, ja, es geht weiter. Wenn ich nicht gestorben bin, dann kommentiere ich immer noch. Ja gut, ist ein bisschen eskaliert vorhin, ne? Ja. Ja. Das ist es wohl. So, und für Kim ist das dann auch okay, ne? So, ups, that went wrong quickly. Sorry for saying, was ich gesagt habe. Wollen wir uns wieder vertragen? Du sagst halt manchmal Sachen zu Menschen, ohne dass du checkst, was du da vielleicht auswisst. Und Kim ist so, nee, ich habe dich einfach ganz normal drauf angesprochen. Verstehst du? Ich weiß auch gerade gar nicht, was dein Problem ist. Also ich würde halt von irgendjemandem Freundin, würde ich jetzt nicht, merkt sie selber. Merkst du, ne? Sie ist ja nicht deine Freundin, immer noch nicht. Und nur weil du mit irgendeiner beschlossen hast, eventuell mal einen Wellnessurlaub zu machen, ist sie immer noch nicht deine Freundin.
auf den Ex oder Ex-Affäre oder sonst irgendwas drauf gehen, weißt du? Das ist halt natürlich für Freundschaftsaufbau halt für mich schwierig natürlich, wenn ich dann halt sowas sehe, weißt du? Ja, Freundschaftsaufbau ist schon mal realistischer. So, weißt du, aber... Hm. Und dann war ich so, wow, okay, ich hab der so vertraut von so, der alles anvertraut und dann kommt halt sowas. Du hast ganz Germany alles anvertraut. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ist halt dumm gelaufen. Ja, definitiv. Nee, also ich höre an Leila auch, dass sie gar keinen Bock auf die hat. Die ist jetzt so, also ich überlege, soll ich jetzt ein bisschen mitspielen, damit sie mich eventuell in Ruhe lässt die nächsten Tage? Ja, so hört sich das eher an. Finde ich gut, dass wir darüber sprechen, so. Und dass ich auf jeden Fall weiß, dass ich bei dir so Loyalty habe, aber das habe ich auch nicht in Frage gestellt. Und dann weiß ich auch, dass ich mich mehr öffnen kann auf freundschaftlich, ja. Und so, weißt du? Hä? Hier, was für Loyalty und so weiter. Hast doch eher gesehen, dass das nicht der Fall ist. Also da habe ich auch das Gefühl, dass sie das jetzt gerade auch sehr berechnend macht. Und zwar solche Sachen sagt, damit sie eben ab jetzt einen Grund hätte, Leila zu verurteilen, falls sie weitermachen würde mit Mike. Ich weiß halt nicht, weil sie das Wort Freundin halt die ganze Zeit benutzt. So, wen meint sie damit? Weil ich bin's nicht. Kennt ihr jemanden, der hier mit ihr befreundet ist? Für Leila habe ich jetzt auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir können da an der Freundschaft anknüpfen, wo wir waren. Freundschaft kann man das jetzt hier nicht nennen. Vor allem nicht unter den Umständen und den Sachen, die man sich ständig an den Kopf wirft. Ach komm, du bist jetzt ihre Freundin. Es tut uns jetzt leid, da musst du jetzt durch. Warum bist du immer auf Randale ausgerichtet? Warum Randale? Wenn ich halt irgendwas sehe, was unfair ist, bin ich halt so ein Mensch, der das anspricht. Und dann bin ich halt super direkt. No, it is not direct to be like that. No. Mm-mm. It's not direct. Du hast einen kleinen Penis, du hast eine Insolvenz, du bist dies, du bist das. Es ist nicht direkt. Es ist taktlos. Ich weiß nicht, ob das Bild, was manche von dir haben, eigentlich das Bild ist, was du wirklich bist. Ja, eher nicht, ne? Aber ich muss sagen, Lucy ist derbe nice. Also, was die auch für Fragen stellt, die ist interessiert an den Menschen, die ist voll toll. Ich glaube, dass du eigentlich ein ganz, ganz weicher Mensch bist, vom Inneren. Ja. Ja, nur merkt das keiner, ne? Weil sie sich da irgendwie so eine komische Rolle angeeignet hat, die unausstehlich ist. Ich würde mich gerne verletzlicher zeigen, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie das geht manchmal. Und denke auch immer so, das ist irgendwie ein bisschen was Schlechtes. Mhm. Aber so mit den Menschen umzugehen und so, die systematisch alle kaputt zu machen, meinst du, das ist eine nette Sache, das kommt besser an. Spannend. Also finde ich einfach spannend. Aber willst du nicht deine andere Seite zeigen, oder? Ich glaube nicht, dass andere Menschen sich so krass interessieren. Denke ich immer. Nee, das wollen wir gar nicht sehen. Nette Menschen, wollen wir überhaupt nicht sehen. Die echte Kim ist halt extrem emotional und I don't know. Ja, aber ich mag sie nicht so gerne zeigen. Weil das wollt ihr, glaube ich, eh nicht sehen. Ich bin dann lieber so am Randalieren. Wisst ihr, ich glaube, das gefällt euch besser. Kann das sein? Könnt ihr mal kurz abstimmen, bitte? Ich musste immer beweisen, was ich kann. So immer mehr als andere. Nee. Ich kann nur Ablehnung. Ja. Guess what? Ich auch. Und guess what? Viele andere auch. Aber das Ding ist, irgendwann ist vorbei. Verstehst du? Du bist ja auch, ne, Ende 20 und so weiter und so fort. Langsam kannst du auch mal ein bisschen aufwachen, weil nur, also zu verstehen, woher Dinge kommen, ist gut. Aber du kannst es nicht als Entschuldigung nehmen. Verstehst du? Wieso bist du so streng zu Mike? Also ich habe das ja jetzt hier schon so breit getreten. Magst du ihn? Nicht mehr so. Nee, ich mag ihn gar nicht mehr. Das Ding ist durch, weißt du, was ich meine? Darum geht's ja gar nicht mehr. Aber warum passieren dann diese Sachen hier, wenn du ihn eigentlich gar nicht magst? Was sage ich denn jetzt? Nee, also ich mag ihn gar nicht. Und ja, deswegen. Dass ein Mann in die Privatsphäre eindringt, nur Scheiße baut. Und dann werde ich mit ihm in den australischen Dschungel gesetzt. Und flippt bei der fünften Frage dann halt irgendwann mal aus und gibt ihm halt ein Brett und einen Einlauf. Und jeder sagt dann direkt, ah, die will noch was von dem. Das passt ja gar nicht, ne? Also ich meine wirklich, dass man da jetzt da den Schluss zieht, dass ich dann etwas von ihm haben könnte, wenn ich auch eifersüchtig bin, wenn er was mit einer anderen macht und so. Ich verstehe das gar nicht, wie die Denkprozesse bei den Menschen sind. Es ist einfach sehr, sehr traurig und
schlecht zu fassen für mich gewesen, warum das mit Mike so gekommen ist, weil ich so viel reingegeben habe in diesen Menschen. Ja, das kann halt alles passieren. Ja, und das ist eine Enttäuschung. Und die darfst du auch fühlen. Ja, nur den zu bekriegen und den jetzt so fertig zu machen und alle, die ihm zu nahe kommen, schadet ja nur dir. Und in so schlimmen Zeiten von ihm für ihn da war. Okay, auch das hast du gemacht, weil es sich in dem Moment richtig für dich angefühlt hat. Aber da darfst du auch nichts verlangen jetzt, dass er dir deswegen für ewig in der Schuld steht oder so. Dinge, die mir eigentlich nicht gefallen, habe ich einfach übergangen. Das darfst du eh nie machen. Und dafür darfst du dann auch nachgelagert keine Dankbarkeit erwarten, weil in dem Moment hast du deine Grenzen überschritten und das hast du entschieden, dir selbst anzutun. Als er schon in der Kennenlernphase fremdgegangen ist. Ja, das hat ihr dann wehgetan und dann hat sie drüber hinweggeguckt und ist aber irgendwie dran geblieben, weil sie, glaube ich, einfach nicht so daran arbeiten möchte, die Dinge, die ihr widerfahren sind, einmal richtig einzuordnen. Weil wenn ich jetzt einen Typen habe, ne? So, ich habe mich ja sehr stark entwickelt in den letzten 1 bis 2 Jahren. Und der mir fremdgeht in der Kennenlernphase, dann kannst du sicher davon ausgehen, dass diese Kennenlernphase dann beendet ist. Weil ich an meinen destruktiven Glaubenssätzen gearbeitet habe. Und ich möchte nur mit jemandem bleiben und ich werde auch nur mit jemandem bleiben, der mir mit Respekt begegnet und das Gleiche möchte wie ich. Fertig. Also, such dir einen Therapeuten, weil es ist wirklich Emergency-Stufe. Hab ihn gepusht, war für ihn da. Er war wirklich depressiv. Ja, ist ja auch alles toll. Aber irgendwann hat er trotz der ganzen Dinge, die du ihm gegeben hast, entschieden, er möchte dich nur bumsen. Und das musst du jetzt langsam akzeptieren. Hab auf mich selbst geschissen, damit es ihm gut geht. Und meine süße Seite gezeigt und mein Herz geöffnet und am Ende des Tages hat er drauf geschissen. Ja, sie ist halt super verletzt deswegen, ne? Und ich habe eigentlich leider nur gelernt, dass weiche Seite zeigen immer noch nicht gut ist. Ja, aber das denkst nur du in deinem Kopf, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. So, du hättest auch kacke zu ihm sein können und die Geschichte hätte genauso ausgehen können. Verstehst du? Zum Beispiel, einfach nur mal ein Beispiel. Ich habe mich zum Beispiel früher immer nicht getraut, den Leuten zu sagen, dass ich aktiv bin auf Instagram. Ne? So, ich hatte damals auch so freizügigere Bilder und so weiter. Und dann war es so, dass immer, wenn ich dann einem Typen verraten habe, hey, ich mache Insta und der hat mein Insta gesehen und hat sich danach irgendwann nicht mehr gemeldet, dann habe ich immer gedacht, okay, das zahlt auf das Konto ein. Ne? Habe ich doch gesagt, es liegt an Instagram. Aber dabei hätte das an 1000 anderen Sachen liegen können. Sein Ex hat sich wieder bei ihm gemeldet oder er hat irgendeinen anderen Stress oder Probleme in seinem Leben oder er hat irgendwas anderes an meinem Charakter gesehen, was ihm nicht gefällt. Du weißt doch gar nicht, ob es das ist. Du denkst, es sei das, weil nur das in deinem Kopf festsitzt, dass du eine harte Schale haben musst, weil damals hast du einen über hier in die Fresse bekommen, wenn du geweint hast und so. Aber du musst diese Mechanismen langsam mal alle lösen, weil ich glaube nicht, dass es daran lag, dass du lieb warst. Komm doch von ganz arm, weil es, aber ich weiß nicht warum, mein Kopf war halt immer so. Er wollte halt immer Millionär werden. Unser Papa hat bei der Müllabfuhr gearbeitet und hat ihm immer Playmobil mitgebracht, was dort weggeworfen wurde. Oh, ich muss sagen, ich mag den Mike immer mehr und mehr. Ich wohne ja gerade zu Hause so mittlerweile ungefähr ein Jahr. Das letzte Jahr war auf jeden Fall für mich das, glaube ich, härteste Jahr. Man versucht halt immer das Beste so, aber manchmal läuft es halt einfach nicht nach Plan. Ja, also er scheint da einfach ein scheiß, richtiges Scheißjahr hinter sich gehabt zu haben, ne? Ich kam ja hier rein und ich gezwungenermaßen, weil ich vielleicht Menschen Sachen anvertraut habe, habe ich mich ja komplett nackt gemacht durch sie. Also wir wissen es alles. Sie hat sich einfach gedacht, das liegt in ihrem Ermessen, das uns einfach alles zu erzählen. Ich hatte ja gar keine Entscheidung mehr, ob ich was privat lasse oder nicht. Sag ich ja, es gibt bei dir nichts Privates mehr, wir wissen einfach alles. Und jetzt habe ich mich komplett ausgezogen so, ganz Deutschland weiß alles. Ja, also ein fettes Dankeschön an die ungezügelte Kim. Ich bin ja auch hier und bin auch froh, hier zu sein und glaub mir, ich bin so dankbar, hier zu sein. Aber du hättest es dir wahrscheinlich anders ausgemalt, ne? So, ich darf euch nicht sagen, was es ist, aber mich hat eine richtig krasse Nachricht erreicht letzte Woche. Ich wurde irgendwo eingeladen, okay? Sagen wir es so. Und es ist so eine Sache, wenn ich darüber nachgedacht habe,
also da gibt's Kameras und so weiter. Und wenn ich darüber nachgedacht habe, dann habe ich immer so gedacht, oh, ich fühle mich dann richtig wohl und bla. Und jetzt ist es halt so, es fällt noch in die Zeit, in der meine Kontaktlinsen verboten sind und in der mein Gerstenkorn einfach explodieren will. Also es wird immer fetter und fetter. Und ich glaube, so ist es so ein bisschen bei ihm mit dem Dschungel. Der hat sich so gedacht, so Dschungel, ne, Gigi hat es letztes Jahr auch gemacht, er war ja als Begleitung da. Er dachte sich so, ey, eines Tages bin ich da auch, das wird the time of my life. Und dann ist noch diese Furie mit ihm drin. Diese Psycho-Kim, das hat er sich auch alles anders vorgestellt. Und Deutschland erfährt, dass er jetzt nicht den größten Pimmel hat, was total irrelevant ist. Aber das hat er sich, glaube ich, einfach anders vorgestellt. I feel you, brother. Natürlich verdient man hier Geld, was mir sehr hilft. Ja, und deswegen. Oh, Mausi, ich würde dich jetzt sehr, sehr gerne einmal ganz fest umarmen. Aber, ja, ich war schon mal stolz auf mich. Der tut mir so leid, ne? Ich hoffe, der kann die irgendwie anzeigen oder so. Für die Sachen, die sie da gedroppt hat. Ich weiß noch ganz genau. Es war an dem Tag, an wo meine Tochter geboren ist. Ich hoffe einfach, dass das gut wird. Das ist alles. Oh Mausi. Vor allem, sie kann ihm ja auch mit solchen Aussagen schaden, ne? Auch wenn es, weiß ich nicht, Sorgerecht geht oder so weiter. Er ist einfach ein Vater. Du kannst nicht einfach nur, weil du auf dein Leben nicht klarkommst, alles über ihn droppen. So, Kim soll ja heute zur Prüfung und sie hat zwei Helfer sich aussuchen können. Und sie nimmt Tim, was irgendwie zu erwarten ist, und sie nimmt dann aber auch noch Mike. So, und das ist auch schon wieder hier. Schaut es euch an. Scheiße, ey, das wird ein Desaster. Das wird geil. Ja, das sagst du geil, jetzt, Mann. Weil das ja, bitte schön. Prüfung. Bitte schön für die Aufmerksamkeit. Die ist halt einfach durch, ne? Sorry. Dann nimmt sie ihn mit und er macht auch noch mit und macht wirklich gute Miene zum bösen Spiel und ist da, freut sich über die Challenge und sie macht es ihm einfach wieder kaputt. Ich bin richtig sauer auf sie. Nein, und dieses ekelhafte Lachen kannst du da sonst wohin stecken. So, was soll das denn? Sie macht ihn wieder nieder und dann der Tim ist auch schon völlig entsetzt und denkt sich, Alter, hat sie alle Latten am Zaun? Warum hat sie den jetzt hier eingeladen? Und dann ist sie so, nein, es ist unangebracht. Freust du dich, dass ich dich mitgenommen habe? Oder willst du nicht mit mir reden, auch in der Prüfung? Boah, Kim, bitte reg uns nicht auf. Red mit dir über Sachen, die damit zu tun haben. Ja, kann man auch verstehen. Worüber soll er denn noch mit dir reden? Ja, ich frag doch gerade, ob du dich über die Prüfung freust. Konzentrieren, hallo. Oh Mann, Kim, einfach Klappe halten. Was willst du jetzt? Also wenn dieser Mensch bis ans Lebensende nie wieder mit dir redet, dann würde ich das verstehen. Mhm. Dann komm, let's go. Würdest du, ich versuch's dir zu erklären für Dummies. Lass einfach Punkt machen. Lass einfach Fokus. Also darf ich gar nicht Fokus. Mit dir reden. Ich würde, wenn ich draußen bin an seiner Stelle, so ein Ding durchboxen, dass sie sich mir nicht nähern darf. Also ich würde diese, wie nennt sich das? Ist es einstweilige Verfügung? Oder wie nennt sich das, wenn sie, ich würde einen Radius von 200 Kilometern nehmen. Ohne Spaß. Dass die sich mir einfach nicht nähern darf. Weil ich glaube, also die würde mir richtig Angst machen. Ich verstehe auch, warum Ania Angst hat vor ihr. Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nicht, wo deine Intention ist. Ich weiß nicht, wo dein Ziel ist. Ich erkläre dir das. Ich habe gedacht, du freust dich auf die Prüfung, dass du mal rauskommst. Ich freue mich nicht darauf, mit dir in eine Prüfung zu gehen. Warum? Weil ich mit dir als Mensch nichts mehr zu tun haben möchte. Vor allem bist du die Letzte, die dafür da ist, ihm jetzt noch eine Freude zu machen. Also, das ist so krank. Das ist einfach so, 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 so krank, was sie da macht. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Also ich glaube, du bist die Letzte, die ihm jetzt noch einen Gefallen tun sollte. Du willst einfach nur nicht, dass er mit Layla weiter irgendwelche Situationen hat im Camp. So, und dass er jetzt sogar noch mitkommt und so, zeigt einfach nur, wie groß er ist. Also wie er darüber steht, verstehst du? Weil er ist auch noch einmal im Dschungel. Er weiß auch nicht, ob er nochmal in eine Prüfung geht. Das hat schon was Ikonisches, hier dabei zu sein und so. Du bist einfach... Also sie macht ihm einfach alles kaputt. Ja, dann geh doch aber zurück, dann kannst du gerne ablehnen, weil dich will keiner sehen. Leute, nur um das zum Ende zu bringen, also dafür, dass ihr gar nicht miteinander reden wollt, redet ihr jetzt seit 6 Stunden. Ja, meine ich deswegen, ja. Lass und deswegen möchte ich ja nicht mehr reden. Deswegen antworte ich auch nicht mehr, genau. Weil es genau darin endet. Ich verstehe ihn einfach voll. Und guck mal, Tim hat auch die Schnauze voll. Ey, lasst es doch einfach, Leute. Der Mike, der arme Kerl, ja. Der tut mir schon leid. Natürlich. Ist wie so ein Thriller. Das ist ja bodenlos. Wie eine, die hängen geblieben ist auf einem. Ja. Also es gibt etliche solcher Sequenzen, wo die alle das einmal resümieren und alle auf den gleichen Punkt kommen. Die Alte ist durch. Na. Oh. Na. Oh. Geil. Nein. Geil.
zwei wissende Gesichter und ein... Ich find's so peinlich. Ich find's einfach richtig, richtig, richtig peinlich. So peinlich, dass sie ihm da auch kein High Five gibt. Also wirklich unter aller Sau. Der Schamane muss sie so verflucht haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Kannst du gut fahren? Genau, was mit Kommunikation, Mike. Fahren. Wow, wer hätte es gedacht? Das gibt's einfach nicht. Es gibt's einfach nicht. Das ist meine Schuld. Ich hätte jemand anders auswählen sollen. Naja, aber wenn du den im Camp gelassen hättest, wer weiß, was da passiert wäre. Dann hätte er ein paar Bilder gemacht, die liefern will und vorher schon in Interviews vorgewarnt hat. So, und dann lieber Bilder mit dir? Im Auto? Nee, also den kann jede und jeder gerne haben. Guck mal. Ach, guck! Guck mal. Ja. Hey, du hast den Freibrief bekommen. Tim, krall in dir. Ja, jetzt ich. Also sie hat sich einfach so zum Witz von Germany gemacht, ne? Wenn man es jetzt mal so runterbrechen möchte. Ganz ehrlich, also sie wird verarscht von Sonja und von dem anderen. Es ist einfach, ja, jeder weiß, warum sie ihn mitgenommen hat. Komm, wer ist besser? Also ganz ehrlich, du hättest wahrscheinlich weniger Sorgen mit Tim. Zurück erstmal. Was ist das für ein Scheiß? Ich hab meinen Mund offen gehabt. Ohne mehr. I would say, das ist Karma. Weißt du? So, und ihr könnt euch vorstellen, sie schaffen es nicht, weil Kim hat keinen Führerschein. Und ja, gut, also Mike hat auch ein bisschen hektisch übersetzt, aber ist ja auch egal. Die hatten auf jeden Fall 7 Sterne, haben es aber am Ende nicht durchs Ziel geschafft. Schaut euch das gerne an auf RTL Plus in voller Länge. Es ist sehr, sehr spannend, aber ich komme hier über meine Sequenzen, die 15%, die ich verwenden darf. Deswegen habe ich das jetzt mal ein bisschen rausgelassen. Aber für ohne Führerschein habe ich das doch ganz okay gemacht. Nee, eigentlich wie erwartet. Ja, wir haben es ja nicht geschafft, also weißt du, was ich meine? Ja, ich finde auch, also das war hinterher ein absoluter Frontalschaden. Ja. Das sagte man ja dem einen oder anderen Camper auch nach, aber können wir hier natürlich nicht sagen. Was? Ja. Ja, what can we say, no? Also, she's a sex bomb. Und für ohne Führerschein hat sie es doch super gemacht, oder? Sag mal, ich finde das so auch super. Ja, das hat sie richtig super gemacht. Also, hat sie echt gut gemacht. Sarah startet währenddessen im Camp eine Revolution. Finde ich richtig gut, weil sie meint so, ey, wir sind hier an so einem heilsamen Ort, ne? Das ist unsere Zeit im Dschungel, ja? Und diese Alte macht uns alles kaputt. Und sie will durchsetzen, dass Mike und sein Pümmel und diese ganzen Mike-Themen endlich tabuisiert werden und keiner mehr dort darüber reden darf. Kim ist noch nicht da, sie weiß noch nichts von diesem Plan. Ich bin gespannt, wann sie davon erfährt und wie sie damit umgehen wird. Kurz abschleim. Das bringt nichts. Doch. Nee. Die lernen es nicht, das ist das Problem. Sie lernen es nicht und ich verstehe nicht, warum sie Mike mitnimmt, wenn da nichts geregelt ist tatsächlich. Ja, weil sie das irgendwie feiert. Weil sie auch einfach den Ernst der Lage überhaupt nicht rallt. Wollen wir das Kriegsbeil einfach begraben, wenn wir ins Camp gehen? Ja, wir wollen gerne. Voll sweet. Voll sweet, ne? Dass er trotz der ganzen Demütigung jetzt einfach sagt, okay, ich muss sagen, ich finde den super sweet, den Arm. Gerne. Also kannst du dann normal kommunizieren mit mir? Alles, was mit Dschungelcamp zu tun hat, klar. Jetzt kommt sie wieder, ne? Meinst du aber nicht, dass das komische Stimmung macht? Wenn ich dich zum Beispiel Dinge frage, wir sind in einer Runde, wir haben ein cooles Gespräch oder sowas. Digga, Kim. Kannst du einfach es lassen langsam? Was für ein cooles Gespräch, coole Runde. Du bist doch nicht ganz dicht, wenn du meinst, dass jetzt alles okay wird. Nach den ganzen Sachen, die du über ihn gesagt hast. Was laberst du? Also ich meine, das kann man doch nicht einfach alles vergessen. Und da ist halt mir überlassen am Endeffekt, ob ich antworte oder nicht. Deswegen kann ich dir nicht sagen, ob ich auf alles antworte. Ich werde die Sachen auf Sachen antworten, die hiermit zu tun haben, aber nicht aus meinem privaten Leben oder so. Oder wo ich denke, so, das hat dich in dem Sinne nicht mehr zu interessieren. Ich finde, er kommuniziert hier ganz klar. Ne? Finde ich richtig gut, was er macht. Nee, aber das Ding ist, an sich weiß ich ja eh alles. Du tust ja so, als ob wir uns gar nicht kennen. Digga. Also, Layla trifft es auch sehr gut mit. Sie dreht immer wieder diese gleiche CD. Sie hat den gleichen Song die ganze Zeit auf Repeat. Bis zum Armageddon. Weißt du? Okay, ist egal, ist jetzt Vergangenheit. Jetzt ist alles gut. Wir versuchen, uns Mühe zu geben. Ja, für mich ist das keine Mühe. Also, warte mal. Warum bietest du ihm an, dass ihr irgendwie Funkstille habt, also dass ihr euch nicht mehr streitet, wenn du es jetzt doch nicht willst? Also, wie durch muss sie auch sein, dass sie glaubt,
dass man das mal eben so vergessen kann. Das ist ja so, als wenn es eine kleine Zickerei gewesen wäre und man sagt so, ja, okay, Schwamm drüber. Also ich habe dich jetzt so komplett einmal zerstört in der Vergangenheit, in der Öffentlichkeit, aber einfach mal so Schwamm drüber. Wollen wir das Kriegsbeil beenden? Geht's noch eigentlich? Das war keine kleine Streiterei. Das waren Intimitäten, die du über ihn gedroppt hast. Das wollte er nicht. Er fängt schon wieder an. Ich wurde gerade angekackt. Ich wurde gerade angekackt. Das ist meine Lieblingsstelle. Wirklich. Mach es. Aber das bringt Glück. Kim, bitte. Komm her. Ja. Ey, das bringt wirklich Glück. Vielleicht musst du mal angeschissen werden. Vielleicht bringt dir das Glück. Warum? Warum? Weil, ich meine, guck dich mal an. Guck dich einfach mal an, die ganze Energy um dich herum, dein ganzes Leben. Du bräuchtest eine richtig fette Ladung Kacke. Weiß ich hab sowieso Glück. Ich laufe auf Segen, Baby. Ja, also wenn das, also wirklich, wenn das Segen ist, was du da machst, dann will keiner gesegnet sein. Nein. Wir wollen halt einfach das gesamte Thema gar nicht mehr hören. Und Friedensangebot ist ja auch Quatsch, das ist viel zu viel. Er will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Auch kein Frieden, er will Ruhe. Auch das, ne? Ganz logisch. Also was für ein Friedensangebot. Wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Verstehst du das? Lass mich einfach in Ruhe. Okay, also sie hat ihm ein Friedensangebot gemacht und kurz darauf macht sie ihn wieder fertig, weil es beim Duschen spritzt. Ja, das ist halt so ihr Friedensangebot. Na, welcome to the Frieden. Aber wenn jetzt Frieden ist, so gut. Frieden ist Frieden. Probieren wir das aus. Ich bin dabei. Ja, und wie lange soll das halten? 2 Tage? Bis heute Abend? Er ist süß. Er will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Die Frau ist aber schlau, gell? Jetzt 1-2 Tage vor den Votings, wer raus muss, macht sie ihm ein Friedensangebot, dass sie sich jetzt wieder vertragen. Ja, das passiert bei der alles mit Berechnung, ich sage es euch. Oh, jetzt sind wir wieder klinisch rein. Wir sind wieder Zauber. Sie reilt halt auch gar nichts, ne? Also, ich weiß nicht, irgendwas ist da ganz doll verkehrt. Also, so Empathie hat die halt gar nicht. Die checkt auch einfach gar nicht, dass alle kotzen, sobald sie den Raum, also den Raum, ne, den Dschungelraum betritt. Sie merkt einfach die Ausmaße so gar nicht. Boah, jetzt eine Zigarette wäre schon nett gewesen. Auch das. Sie ist ja keine offizielle Raucherin und da gibt es wirklich RaucherInnen, die wirklich darunter leiden, dass sie die Leidtragenden sind für 80 Regelverstöße, gegen die ja nicht nur die 4 Raucher was können. Und sie als gelegentliche Raucherin kommt jetzt mit so, ja, jetzt wäre eine Zigarette geil. Also wie taktlos muss man sein? Geht's dir gut? Ja, dir? Nee, nur bist du schwul? Yes, ich gehe nur duschen, ich klebe. Ja, also, ja, Leila kann dann aber nicht duschen, weil Tim, Mike und Kim haben so oft geduscht, dass das begrenzte Kontingent an Wasser einfach nicht mehr da ist. Und jetzt ist Leila richtig angepisst, weil sie stinkt einfach. Und sie will einfach nur hochgehen und eine Katzenwäsche machen. Und Kim denkt sich, sie läuft ihr hinterher. Also da wäre ich ausgerastet an Leilas Stelle, ne? Aber geht's dir echt gut? Ja, lass später reden, aber jetzt gerade bin ich müde und habe ehrlich gesagt gar keine Lust. So, und jetzt drehst du dich um und gehst. Verstehst du? Weil sie ist gerade genervt und sie hat gesagt, sie möchte gerade nicht mit dir reden. Was passiert? Nein, guck mal, Grenzüberschreitung. Sie möchte gerade nicht mit dir darüber reden. Verstehst du das? Lass wirklich bitte in Ruhe reden. Weil ich habe jetzt gerade echt keinen Nerv. Ich fühle mich ekelhaft, klebrig. Ist irgendwas wegen mir? Boah. Es ist over. Over. Over and done. Ja, schon. Schon, aber bitte lass mich doch einfach später mit dir reden. Verstehst du? Du nervst gerade. Ich weiß nicht, was jetzt wieder das Problem ist. Nein, es ist nicht wieder das Problem, sondern es wurde ja nie besser. Nur weil du jetzt auf einmal denkst, oh, okay, wollen wir einen Friedensbeil machen? Ist nicht Friede. Die Leute vergessen nicht, was du die ganzen 8 Tage gemacht hast. Also ich dachte, wir hatten gestern wirklich alles geklärt. Geklärt. Nachdem du sie verhexen wolltest, hast du irgendwann gesagt, ja, es war ganz schön doll. Und sie meint, ja, es ist geklärt jetzt, wir sind wieder Freunde. So. Ich weiß auch nicht, ob ihr das so gefällt, dass ich mich halt mit Mike wieder ganz gut verstehe, ob sie da Angst hat, dass wir uns wieder besser verstehen. Auch das, ne? Wer versteht sich denn mit Mike wieder gut? Also du ganz sicher nicht.
Also, hä? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Gestern habe ich mal, als ich schlafen gegangen bin, einfach, ich konnte nicht schlafen, da habe ich über alles einfach mal so nachgedacht. Okay. Leila hat jetzt ihren Mut zusammengenommen und will Kim halt sagen, dass sie nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Und irgendwie bin ich einfach so zu diesem Entschluss gekommen, dass ich diesem ganzen Braten einfach nicht so traue. Ich traue dir einfach nicht, weil du bist, glaube ich, wirklich eine Fake-Bitch. Und dass ich so das Gefühl habe, dass mich das so einfach alles ein bisschen so runterzieht, wenn ich mit dir so Zeit verbringe. Weißt du, was ich meine? Okay. Okay. Ich verstehe halt gar nicht, warum. Also ich bin doch eigentlich voll die liebenswerte Person. Wenn ich mit dir rede, in dem Moment fühle ich das voll und freue mich auch, aber danach habe ich irgendwie immer so ein unwohles Gefühl in mir drin, weil ich irgendwie immer so denke, nein. Ja, das soll halt natürlich nicht so sein. Und ich denke mir einfach, ich sag dir ehrlich, ich glaube immer noch, dass du keine ehrlichen Absichten hast, was mich betrifft. Ja, das könnte sein, ne? Aber mit wem habe ich schon ehrliche Absichten? Sehe ich ehrlich aus oder was? Machen wir ein bisschen Wellness und trinken wir ein bisschen Shampoos und so und dann streiten wir uns für die Öffentlichkeit, ja. Okay. Natürlich bin ich schon vorbelastet, was so Sachen mit Freundschaften und so betrifft, aber ich bin halt auch einfach vorsichtiger geworden, weil ich sonst immer naiv war. Kim kann aber auch gar nichts dagegen sagen, ne? Sie ist nur so, okay, ja, die Beschreibung passt eigentlich ganz gut auf mich. So bin ich, genau. Du siehst mich eigentlich genau richtig. Wenn wir jetzt beide ehrlich zueinander sind, siehst du uns als Freundinnen im echten Leben, weil du drauf bist. Das wäre wirklich das komplette Gegenteil so von mir. Ja, weil sie ist sexy und du bist so komisch süß, weißt du? Okay. Okay. Ja. Okay. Genau, ich habe da jetzt auch nichts Konstruktives gegenzuhalten. Ich dachte schon, wir wären Freundinnen, wenn man das jetzt natürlich jetzt nicht jahrelange Freundinnen, aber ich dachte schon, wir wären befreundet. Ja, also nicht jahrelange, aber tagelange. Weil wir hatten jetzt ja auch schon 7 Tage Kontakt vor der Show. Und ich dachte, wir sind richtige Freundinnen. Was hat sie jetzt gesagt, dass sie so denkt, ich bin eine falsche Natter? Habe ich gar nicht gehört. Bin, ja, das versteht sich von selbst, ne? Wir haben jetzt hier, keine Ahnung, mehr als eine Woche verbracht. Und ich weiß nichts über dich, außer wie du heißt, dass du aus Mannheim kommst und die ganzen Geschichten mit Bike. Und sie so, ja, mehr gibt's über mich auch gar nicht zu sagen. Also, ehrlicherweise. Ich könnte dir noch sagen, welchen Füllstoff ich habe, welches Hyaluron ich benutze. Aber mehr habe ich dann auch nicht zu sagen. Ja. Was soll dieses Gespräch jetzt eigentlich? Girl, also wenn du, das habe ich dir schon mal gesagt, wenn du irgendwas mit Mike starten möchtest. Warum, oh mein Gott, was hat es denn mit Mike? Guck mal, das ist ja, wieder die Sache. Ich wieder nicht verstehe. Aber also das kann langsam, ich jetzt halt nicht nachvollziehen, weil wir haben echt süß gesprochen gestern. Aber was hat es denn jetzt mit Mike zu tun? Weil ich, es dreht sich alles um Mike. Sie hat halt einfach nur Kapazitäten für Mike. Da ist nichts anderes in diesem Kopf, in diesem Kosmos. Mike und Hyaluron. Ich habe heute mit euch beiden nichts geredet. Du willst doch bestimmt mit Mike zusammen sein. Sag es doch gleich. Sag doch nicht, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Das sind auch, ne, auch da wieder nur eventuell Narzissmus. Also ich finde, Leila gibt ihr ja die Chance, mit dieser konstruktiven Kritik irgendwas anzufangen. Aber könnt ihr sehen, dass sie das gar nicht aufnimmt? Sie ist so richtig so, ach so, okay, gut, sie kritisiert mich. Sie meint, ich bin irgendwie falsch, ich habe schlechte Absichten, ich bin bla bla bla, okay. Aber sag doch, dass du was von Mike willst. Die ist gar nicht in der Lage, das anzunehmen. Versteht ihr? Für was habe ich mir überhaupt einen Kopf gemacht, irgendwas lieb rüberzubringen? Die blendet sowieso alles aus und es geht ja sowieso nur um Mike. Hättest du dir ehrlicherweise auch sparen können. Ich habe es nicht so ganz nachvollziehen können, was das Hauptproblem ist. Ja, du wolltest es nicht verstehen. Ne? Weil du so die Option, mit dir könnte irgendwas nicht stimmen, gar nicht akzeptiert hast. Das kann ja nichts mit mir zu tun haben. Was habe ich denn gemacht? Eben, ne? Also es kann ja, also ich habe da ja gar nichts gemacht. Das kann ja gar nichts mit mir zu tun haben. Das ist ja irgendwie in ihrem Kopf, ne? Oder sie steht halt auf Mike. Ja. Oder es stört sie, dass Mike und ich wieder uns näher kommen. Hm, was wir ja wirklich tun. Ja, ja. At the end of the day, scheiß auf Männer. Nein. Mm-mm. Nein, darum geht's gar nicht. Nein. Leila, haben wir's jetzt? Ja. Ja, genau. Habt ihr euch ausgesprochen und Leila so, pff. Ja, also ich hätte jetzt auch mit dem Baum reden können. Sag mal, was können wir für dich machen jetzt? Hallo, wach mal auf. Hallo, Ania, ja du. Ania. Ania, ich kenne ja den Namen.
Sag doch mal, was wir machen können. Du kannst doch nicht den ganzen Tag so rumsitzen. Sag doch mal, was Sache ist. Also da muss ich sagen, finde ich den Heinz wieder grenzüberschreitend, weil Ania geht's heute gar nicht gut. Sie hat nun mal Pech, dass sie heute Teamchefin ist und sie performt halt nicht so, wie die Leute das von ihr erwarten. Und sie möchte in dem Moment, an dem Tag einfach mit niemandem reden. Und dass Heinz sie da so auspointet vor versammelter Mannschaft und dann so kommt mit, hey du, ich weiß noch nicht mal deinen Namen, wie du heißt, was ist denn mit dir, geht halt einfach gar nicht. Weil gerade du müsstest ja auch wissen, wie es sich anfühlt, wenn man etwas nicht kann. Weil man zu müde ist, weil man zu schwach ist, weil man dies ist, weil man das ist. Und das macht ja keine Grenzen vorm Alter. Wenn sie jetzt einfach mit der ganzen Situation des Hungerns, des Drucks dort einfach überfordert ist und einfach mal nicht funktioniert, kannst du nicht vor versammelter Mannschaft zu sagen, ey du da, keine Ahnung, wie du heißt, was ist los mit dir? Da hat er dann ja manchmal so Arten an sich, auch mit Kim und dieser Klopapiergeschichte, wo der dann irgendwie in so eine Rolle verfällt, die ich sehr, sehr schwierig finde. Mir geht's halt einfach irgendwie schlecht. Ja, ist ganz normal, so geht's jedem noch. Ich find's aber klasse, dass der Fabio sie da zur Seite nimmt. Und dann ist am Ende auch alles gut, weil Sarah Kern hat sich auch derbe über sie ausgelassen die ganze Zeit. Sie würde nicht verstehen, was Team-Captain sei, bla 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 bla. Aber dann umarmt sie Sarah und sagt halt so, ey, weißt du was, tut mir leid, ich habe auch einfach nur einen scheiß Tag. Ich bin auf dem Zug, dies, das, Ananas. Und sie versöhnen sich wieder. Vorhin war ja wieder die Tränen groß bei ihr. Mädchenkram halt. Ja, genau. Und das ist der Punkt. Und wenn du dann vielleicht eine Panikattacke hast und vielleicht auch mal ein Tränchen verdrückst, weil du gerade nicht auf dein Leben klarkommst, dann ist das auch Mädchenkram oder was? Sie ist einfach überfordert. Und das kann auch ein Mann sein. Kim! Punkt! Und Ausrufezeichen. Allein. Wiedersehen! Allein. Auf Wiedersehen! Ciao! Ciao! Tschüss! Kim ist wieder in der Prüfung, Leute. Sie nimmt einfach die meiste Sendezeit. Auch in meinem Review war sie jetzt Hauptthema. I'm so sorry. Also, egal was sie gemacht hat, sie weiß, was sie getan hat. Weil, ich sage euch, ich kann auch nicht weggucken. Es ist einfach ein Autounfall und ich kann da nicht weggucken. Also, ich weiß nicht, wie geht's euch damit? Ich find's einfach so krass, dass ich so denke, nee, das gibt's doch nicht. Das kann nicht wirklich ihr Ernst sein. Und ich hoffe wirklich, dass sie da aufwacht und dass das irgendwie Konsequenzen für sie hat, weil das kannst du nicht machen. Das verletzt seine Menschenwürde. Das kannst du nicht tun. Okay, danke für eure Zeit. Bye.